Moin Moin, da sind wir wieder mit ETS2. Mit dabei ist wieder die Lane, die Karin, Mike, Friedhof. Dann haben wir hier zur anderen Seite Waffel und ganz außen steht noch Silby. Hallo. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. 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 Schönen guten Tag allerseits. Hallo. Hallo. Und Martina ist auch noch im Chat. Und ich bin auch noch da. Hallo. Und natürlich ein Moin Moin an die lieben Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns gefunden habt, eure Zeit mit uns verbringt. Das ist super, das ist toll. Das gefällt uns. Im Chat kann ich noch keinen begrüßen, aber trotzdem hallo und herzlich willkommen alle an die, die noch nicht in den Chat geschrieben haben. Genau. Moin Moin. So, kleinen Augenblick warten wir noch auf Mike und Karin. Hat einen Stau unterwegs. Oh Gott. Konnten nicht pünktlich rankommen. Oh je. Dass es keiner gesehen hat. Hallo Britta, schön, dass du da bist. Hat nicht hallo. Ich bin in den Graben gerutscht. Es ist doch kein Schneemotter. Bei Mike ist immer Schnee. Was? Ja, man nimmt da Raser. Er hat Schnee im Kopf, andere haben Honig im Kopf, oder wie? Ich dachte Dreck im Kopf. Nee, im Kopf. Aber wir können ja vielleicht schon mal vorsichtig schauen. Wohin wollen wir dann? Ja, gucken wir mal. In den Schnee. Nee. Machen wir doch zum Anfang hier noch. Ach, da habt ihr euch versteckt. Wäschetrockner. Wäschetrockner? Kitty. Kitty. Fehlt dir noch einer zu Hause? Wäschetrockner. Nach Kittile. Nach Kitty Cat. Von der Firma, wo ich gerade hergekommen bin. Ohrradstank, 11 Tonnen. Oha, das Wort kann ich noch nicht mal aussprechen, nach wo das ist. Hier, Betonträger. Oh, irgendwas mit einer Panne. Nach Litauen. Über Estland. Und Halle Lettland. Was? Panne Wütz. Kann sein. Nichts Schönes. Oh, hier Bauholz habe ich noch. Also wer 3 Wochen will vorne, kann bei mir einsteigen. Oh, was nach Chemnitz? Kilometer. Könnt ihr heute eine Tour anfangen und dann nächste Woche weiter, und dann am Dienstag weitermachen? Am Dienstag? Wieso Dienstag? Mittwoch. Auch nicht? Nee. Oh, ich hab's hingekriegt. Ey. Ja. Ich hab ihn einfach deabonniert und nochmal Insta, also abonniert. Mhm. Lol. Jetzt geht's. Also ich bin auch gleich da. Mhm. Das ist schön. Grundheim, Altverpackung. 911 Kilometer. Vorhergekommen. Wo will ich hinfahren? Aber die mit den roten Pfeilen sollten wir vielleicht vermeiden bei unserem Glück.
Ja, da kommen wir eh zu spät. Mhm. Dann bin ich schon mal raus. Ja, nach Kotkula, ja. Hab ich auch was. Ist weiter oben. Ich bin rot da. Und blaue Pfeile nur. Die komplette Liste mit mir. Also rote Pfeile sollten wir nicht unbedingt nehmen. Denn die Chance voll nach Polen? Bomberg? Ne. Ich dachte, wir wollten Finnland und Estland und Lettland fahren. Ja, machen wir noch. Estland. Ich hab Lettland. Ja, wenn nach Polen. Fester durch, ja. Fester durch. Richtung Warschau. Ich hab. Ich klar. Hallo, Tim. Hallo, moin, moin. Und 1237 Kilometer, wo ich habe. Was wolle. Zielsteine nach Valimira. Lettland hätte ich jetzt gerade. Noch kürzer. Ich hätte auch Lettland nach Dauga, Lillpils, irgendwo. Ockpils, ja. Mit alles nur weiter. Ne, das haben wir auch nicht. Ich habe mir auch doch nach Fennpils über Riga. Leere Paletten. Da liegen ihn gerade. Also ich hab Uolu. Nur noch was nach Russland. Hab ich auch. Leere Fässer. Wie weit ist das? 405. Da sind wir ja gleich da. Jo. Ja, dann nehmen wir das nach Russland und dann von da aus woanders hin. Ja, Lettland oder so. Was? So machen. Ich hab was nach Bulgarien. Soll ich das jetzt annehmen? Was nach Russland? Ja. Ja? Nehmen wir das ja. Nach Russland und dann. Okay. Von da aus hin woanders. Machen wir zwei Touren, wenn wir jobben. Wo wir ja noch Stunden suchen. Hä? Was nur? Der zeigt mir an, 123 Kilometer bis da, bis zum Abholort? Ja. Boah. Im Ort abholen. Boah, was ist da denn? Ja, da war ich gerade. Ganz toll. 103 Kilometer, ja. Toll. Ja. Aber ich habe doch hier den Ort angeklickt und alles. Aber wir können das doch, ist ja der Ort, Lane. Ist halt groß. Aber trotzdem der Abholort irgendwo. Aber wir können auch zur Werkstatt springen, wir haben da Aufträge, oder nicht? Wir können springen, ja. Okay, ciao. Wie geht das? F7 Enter. Achso. wie haben wir Aufträge? Wir können springen und Lena trotzdem den Auftrag. Denk dran, wir haben hier Colli. Ja, prima. Zur Werkstatt abschleppen. Ja, du sagst es noch. Fährst doch mit rein. Ja, ich komme ja auch nicht mehr weg. Ich häng fest. Stille. Danke. Au! Du bleibst noch stehen. Ja, weil ich nicht wusste, wo ich langfahren muss. Der hat mir noch nichts angezeigt. Links rum. Wie viele Optionen gibt's hier nicht? 68 noch. Lol. Wie denn der mit uns hin, sag mal? Naja, dann hin. Unterwegs sind wir noch eine Tanke mit, wa? Ja, Karin. Soll ich dich rammen oder lieber ausweichen? Guck mal, hier steht Bubi rechts, Karin. Ja. Soll ich ihm wieder ein Bild schicken? Was ist das? Nee, was ist das? Ein Wohnmobil. Ja, das weiß ich auch. So,
So, dann viel Spaß beim Mitfahren und viel Spaß beim Zuschauen da draußen, ne? Vielleicht nicht so schnell fahren, weil die sind gerade erst alle am Links abbiegen. Wollen Sie wieder England wieder fahren? Ja. Hm, ach, jetzt nicht. Ich war heute schon in London, heute schon. Katastrophe. Also nächste Tour geht nach England. Nee. Aber dann mache ich mir einen Rechtslenker, echt. Ey. Ich nicht einmal gefahren, nie wieder. Hast du den Lenker auf der anderen Seite? Ja, doch ungewohnt, ey. Nö. Ja, ich hab noch keine Ahnung. Das lässt sich besser dann da drüben bauen. Wirklich aber auch so. Weil trotzdem Gehverkehr rein. Kann man einen Gegenverkehr trotzdem bremsen? Du fährst doch schon links. Ja, dann biege ich so ab, dass ich wieder wie in Deutschland fahre, um rechts zu sein. Ah, Mike. Ja, man hat das so drinnen vom Fahren. Ja. Hallo, Micha. Hallo, moin. So, ich hau nochmal ein Moin erstmal rein an die lieben Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns gefunden habt, eure Zeit mit uns verbringt. Das ist super, das ist toll, das gefällt uns. Und denkt vielleicht nochmal ans Däumchen. Oder an die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst, ne? Es wäre sich ausgegangen, Mark. Wir sind gleich da. Ja. Was habt ihr für eine Mod? Wir haben mehrere. Ja, blink. 32. War nicht ich. 32 Mods haben wir. Mal Licht noch einstellt, hier oben auch leuchten. Was ist für? Wir machen da Licht. Ja, wegen der Festbeleuchtung. Hä? Ich hab gar kein Licht. Ich hab noch nicht mal Licht an. Nein. Jetzt habe ich Licht an. So, wie war das? Muss ich jetzt hier noch irgendwas anklicken oder irgendwas? Ja. Den Auftrag. Den Auftrag kann ich. Du kannst auswählen, was du fahren willst. Jetzt habe ich alles an. Hä? Ich verstehe das nicht. Gehst auf Auftrag und dann nimmst du an. Den Auftrag, den du ausgesucht hast, den musst du jetzt nochmal anklicken. Ja, aber der ist nicht mehr da. Hä? Der nach Russland ist nicht mehr drin. Oh. Ohne Witz, der ist hier nicht drin. Ich verstehe es nicht. Was hatte ich ihm gesagt? Also ich hätte von hier nach St. Petersburg. Russland. Wir sind ungefähr die gleichen Kilometer. 583. Dann nehmen wir mal an, Mike. Ach Leute, wir trotzdem um den Punkt fahren. Das ist toll. Geh aber bitte ins Zimmer. Also bei mir wäre jetzt nur noch der Vorratstank. Dann Beton, Leergerüst und Leergerüst. Und das sind über sonst wohin Fahrten. Okay. Hm. Der ist nicht mehr drinne. Wofür habe ich denn den angenommen, wenn der jetzt schon wieder weg ist? Hast du nicht angenommen. Ich habe ihn angenommen, sonst hätte ich ja den du Weg hier nur, nicht her. Das war nur eine Route, wo du ihn annehmen kannst, aber angenommen hast du ihn ja nicht. Das ist doch alles doof. Ist eine Fracht drin jetzt. Habt ihr
dann, was? Ich nehme an, das soll den heißen. Mod von Glover. Haben wir. Ja. Der MAN-LKW. Oh, doch falsch rum. Wie falsch rum? Ja. Ich kann den von hier annehmen. Echt gut aus. Oder Trailer, oder LKW. Ich hab einen gelben. Oh. Er ist cool, hat er geschrieben. Geil, ich hab ein holländisches Kennzeichen. Zeit zu gehen. Steht mein Hänger hier hinten irgendwo. In der letzten Reihe. Nein, da stand auch da hinten. Und hinten an der Wand. Hallo Olli, schön, dass du reinschaust. Moin Moin. Schön, dass du auch wieder da bist. Wo bist du, Frau Karin? Eigentlich Waffel erst. So. Hä, wieso soll ich das? Mir ist doch recht scheißegal. Jetzt fahr, Waffel. Silo hinten drauf, ob wir das schon gebraucht haben. Bitte nach rechts ab. Saatgut. Wir fahren jetzt alle in die nordfriesische Marsch. Ja. In der Kreuzung biegen wir links ab. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Könnt etwas essen, was trinken. Habt kein dummes Zeug gemacht heute. Wieso? Hast du heute schon genug gemacht davon? Ja. Kuno hat bestimmt schon was aufgepumpt. Aufgepumpt? Hab ich nicht gesagt. Mich mal einer aufklären?
Bruno hat gesagt, Lane ist weg. Ich kann jetzt mit den Pumpen spielen. Nee, die Pumpen tanzen lassen. Nicht die Pumpen. Wir biegen rechts ab auf die Autobahnauffahrt. Links. Pumpen. Und da hab ich gesagt, was willst du bei Lane aufpumpen? Ah ja. Sind dir die Hupenmäuse noch nicht groß genug? Eigentlich musst du bei ihm was aufpumpen. Biege nach links ab. Nee, Lane, sitzt du doch nicht. Da bin doch immer noch die Telefonnummer von meinem Schönheitschirurgen. Silbi? Ja, bitte. Tanke mit einplanen, bitte. Oh ja, die brauche ich auch. Der Micha isst gerade. Micha isst. Achso, wegen dem Essen. Ja, dann lass es dir mal schmecken. Oh, hier kommen neue Volvos. Oh. Oh, verdammt. Müssen wir hier abbiegen? Nee. Nein. Ach, jetzt fahre ich hinter der KI schon hinterher. Die hab ich überholt, Kuno. Oh Gott. Friedhof, sitzt du in der Blechschüssel? Oh, weil sich das gerade so angehört hat, als würdest du in der Blechschüssel sitzen. Schütze? Nein, mach ich nicht. Doppelhall. Oder so wie bei den Schauspielern, wenn die mit Mikro sprechen. Ne? Ach, guck mal, wo wir langfahren. Bei Suprema standen wir hier nicht vorhin. Nehmen die nächste Ausfahrt. Oben an der Kreuzung angekommen, biegen wir rechts ab. Okay. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Das ist ja auch wieder was hier. Wieder zurückgefahren. Biege nach rechts ab. Ich war noch mal ein Moin Moin rein, ne? An die lieben Zuschauer da draußen. Wenn ihr das mal wieder eingeschaltet habt, uns gefunden habt, eure Zeit mit uns verbringt. Immer das ist super, aus. Das ist toll. Das gefällt uns. Und denkt vielleicht mal noch ans Däumchen. Oder an die Glocke. Dass ihr nichts mehr verpasst, ne? Wie schnell fährst du? 70. No. Ja. Das geht übrigens mit dem Doppeldüngen bei Gülle. Aha. Haben wir gestern ausprobiert. Also war ich nicht verkehrt. Nee. Das kann man auswählen. Ich glaube, dann kommt bloß ein bisschen mehr raus, ne? Aus dem Tank. Und man fährt langsamer. Langsamer, genau die Hälfte. Man fährt dann langsamer, so war das. Es kommt nicht mehr raus, sondern man fährt langsamer, so war das. Genau. Und hast du eingestellt, dass ein Monat 3 Tage hat? Nein. Okay, weil wir haben schon den 2. Januar. Das ist alles wurscht. Okay. Das ist alles, das ist so vom Season, was nicht auszuschalten geht, da mit dem Monat da oben. Aber sonst hatten wir immer 1. Januar, 1. Februar, 1. März. Wir haben das ganze Jahr August
aber es zeigt da oben an, die verschiedenen Monate zeigt das Ding an. Und die Bienen sind natürlich dann nicht da, weil, weil die Bienen gekoppelt sind mit den Monaten, was oben anzeigt. Ah. Aber haben wir nicht, wir haben immer August. Immer geradeaus. Ist alles abgeschalten. Wir haben immer den gleichen Monat, immer August. Wie ist das dann mit dem Windrad? Bringt das dann trotzdem Geld, wenn wir immer August haben? Das ist gekoppelt, je nachdem wie der Wind ist denn. Ah, okay. Und er hat auch den Wind stärker gemacht auf der Marsch. Als Standard. Das ist doch mit den Solaranlagen genauso, die du auf den Halden hast. Ja, wenn keine Sonne da ist, dann funktionieren sie nicht voll. Achso. Mal gucken, wenn Abend nach. Heute Abend kam ich mit den Einnahmen, ob wir schon mal gekriegt haben. Die eine Halle hat ja auch Solar drauf. Das ist je nachdem, wie die Sonne scheint. Hm, weil ich habe das Gefühl, unser Windkraftwerk bringt kein Geld ein. Ja, erst in 10 Jahren. Ungefähr. Eigentlich. Ja, aber wir kriegen ja pro Monat 69.000 Euro, aber die kommen nicht. Hm. Das meine ich. Müssen wir später mal gucken. Und dieser Betrag, der da steht, dann, ja, wenn man das auswählt, das ist hochgerechnet. Hm. Aber wir kriegen gar nichts. Na, was habt ihr denn geguckt? Ich sehe das ja, wenn ich drauf komme, du schläfst und wir haben immer noch das gleiche Geld. Ach so. Das passt ja dann nicht, weil eigentlich ein Monat wieder rum ist. Hm. Aber da kommt nichts. Einzige, was funktioniert von der Anzeige ist, ist das mit dem Wetter. Mit den Wolken und Regen und Sonne. Hallo Quaddy, schön, dass du reinschaust. Wie kannst du den Arktros in Konvoi fahren? Mit einem Mod. Und nicht über Truckers MP, sondern über den SCS Multiplayer. Weil da funktionieren auch Mods. Jetzt mit dem Auto da rein? Hm. Ich habe gemerkt, dass ich es nicht mehr schaffe. Deswegen habe ich wieder gebremst. Wie gesagt, das mit dem Wetter, das funktioniert, weil das kann man nicht ausschalten oder ändern. Aber die Monate ja. Die ganz normal laufen lassen. Oder dass nur ein Monat immer ist. Obwohl es da oben angezeigt wird. Ah, okay. Wolltet ihr nicht eigentlich tanken? Ja, wo? Müssen wir eigentlich. Weil wir an der Tanke vorbei sind? Bitte rechts ein. Eine bessere Tanke ist billiger. Ja, wenn es Kuno bis dahin noch schafft. Ja, ich hab Marie noch drin. Ja, ich auch. War ja nur eine Frage. Ja. Ich hab ja in mir jetzt gerade die Hälfte erreicht. Nicht, dass ihr stehen bleibt. Ja, das weiß ich, aber bei mir und meinem Kollegen geht das nicht im SCS Multiplayer. Ja, ihr müsst doch auch die gleichen Mods drin haben, die gleichen Versionen drin haben. Und dann funktioniert das. Und die gleiche Dev-Datei. Wenn sie Pro-Mod fahren, ja. Vorsicht! Tschüss, Lane. Vorsicht. Oh, hat Lane Glück, dass der Schild keine Collie hat. Das wollte ich auch gerade sagen. Normalerweise hat das den Collie. Weitere Collie-Sohn. Wir nehmen die nächste Ausfahrt. Ja. Und zu mir sagen, nur wenn Schnee ist, fährt man in den Graben. Ah, nee, ist klar. Ich wollte mir einen Keks raus...
Nein, ich wollte mir einen Keks rausnehmen und habe mit der Hand in der Kekstüte gesteckt. Tja, oben an der Kreuzung angekommen, biegen wir rechts ab. Jetzt? Das war's in der bunten Kügelchen. Ja. Ausfahrt rechts nehmen. Achso, ich muss ja meine, Zeit, ne? Muss meine Kekse noch essen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wenn er sonst pappig. Demnächst rechts abbiegen. Was hast du gegessen, so ein Karin, heute? Was? Was hast du heute schon gegessen? Nix. Biege nach rechts ab. Noch kein Abendbrot gehabt. Ja, noch kein Frühstück. Oha. Ist ja auch noch nicht 16 Uhr. Gab's denn doch auch einen Kaffee? Ach, bist du auch gerade erst aufgestanden, Karin? Ey, können wir uns einen Teil geben? War doch ein bisschen länger die Nacht da. Wie lange habt ihr denn gestern gezockt, ne? Wir haben nicht gezockt, wir haben nur jemanden beobachtet. Okay. Ich denke. Genau, ich denke. Bei der Ente da. Kommt zwar eine Tanke, aber die lassen wir rechts liegen. Ja. Die ist zu teuer. Die ist zu teuer. Ich habe 1,8 Millionen, mir ist das doch egal. 1,8 Millionen oder Billion? Millionen. Ui, dann hab ich mir. Ich hab auch nicht wirklich Fahrrad drauf. Ich glaube 6 Stück. Ich habe 2,2 Millionen. Da habe ich noch mehr. Also auf meinem anderen Profil habe ich 12 Millionen. Sorry, ich soll dich leider liegen lassen. Also nichts mit einpacken hier. Immer geradeaus. Ah ja. 1,34, das geht doch voll klar. Schön teuer, pass mal auf, wenn dann Russland sagt, wie da der Spritpreis ist. Bestes, wenn du in Saudi-Arabien fährst, ne? 20 Cent. Weil bei uns war der Gas noch 1,74. Ja. Ja, das sind ungefähr auch unsere Preise hier. Alter, was ist das für eine Kurve? Gerade. Eine gerade Kurve, genau. Das ist sehr kurvelig hier. Das war die gerade Kurve. Nicht das gerade Kurve? Nee, der gerade Kurve. Was denn nun? Ich nehme die Kurve gerade, eine Kurve ist rund. Nein. Das war so geil. Eine Kurve ist nun mal eine Kurve. Und gerade ist eine Gerade. Jo. Aber ich habe aus der Kurve einfach eine gerade Strecke gemacht. Ja, geradeaus weiter. Jo, also eine gerade Kurve. Ja, wenn du gerade die Kurve fährst. Du hast so eine gerade Kurve. Achtung, Grenzkontrolle, stop and go. Jo. Ja, ich hast du die Tüte leihen? Nee, die brauche ich leider selber. Sonst komme ich da nicht durch. Ich hab noch eine, aber ich glaube nicht, dass du dir die über den Kopf ziehen willst. Popcorn-Tüte. Nee. Die Limmel-Tüte. Oh, nee. Eine Durchfahrtsstrafe. Mit deinem Gesicht, oder was ist eine Limmel-Tüte? Ja, genau. Ah, okay, ich verstehe. Können wir zu zweit rufen, Melo? Ja. Da steht schon russisch dran. Das ist der Abkürzel, Karin. Ach, der geht ja hin. Geht nicht. Echt nicht? Oh Mann. Letztes Mal. Das habe ich gesehen. ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Bin ich außen rum gefahren. Aber hier geht das. Türkei war das, ne? Ja.
Nee, in der Türkei bin ich immer durch die Schranken illegal eingeworfen. Ja, stimmt. Schranke war unten, kein fährt trotzdem durch. Läuft. Also wenn du gut wärst, kannst du rechts mit mir drauf, Mello. Echt? Wenn du gut bist. Ah, die Grenzkontrollstation. Ich bin sowas von gut. Geht nicht, er kennt die Punkte. Nee. Oh. Früher ging das immer. Geht nicht. Aber danke, dass du mir die Schranke öffnest. Lol. Schön. Lol. Geil. Das machen wir gleich nochmal, okay? Wenn ich nicht wieder so viel Scham bekomme. Das wird diesmal nicht gehen. Hier ist ein bisschen enger. Ach, das geht alles. Ich mach mich dünn. Ich auch. Ach, hier sind noch 3 Stück. Ist ja alles easy. Wir langweilen sich ja hier schon, die Kontrolleure. Schneller. Nee, ich hab gebremst. Ja. Doch. So, was wollen sie denn hier? Papiere wollen sie haben. Oh, Kuno, das ist schlecht bei dir. Hm. Sie warten. Ah. Sie fahren. Darf durch. Und auch nur ausnahmsweise. Ihr Park war's voll? Ja. Geht doch gleich weiter. Und dann rechts abbiegen. Ist das der, den wir zusammengestellt haben? Biege nach rechts ab. Ah. Aber hast die Schilder vergessen? Also, sonst hast du doch mal Hannover da stehen. So. Hätte doch keinen reinschreiben können. Lol. Gudo, bist du durch? Im ersten Jahr. Aber beim ersten noch? Ach du grüne Null. Also ich stehe jetzt am zweiten. Jetzt fahr ich los. Na, warte, oh Mikey. Ich dachte gerade, warum fährt der andere nicht? Das ist ja ein KI-LKW. Oh, Mann! Ist das nach vorne? Mann. Wir haben alle die gleiche Fracht. Er hat Plane. Ja. Mike denkt, das ist einer von uns. Demnächst links abbiegen. Profi am Werk wieder. Der Profi darf heute Abend bei mir abfahren. Bleibst du? Was gibt's ne? Hä, nee, Mikey muss flügen. Er kann nicht bei dir abfahren. Schade. Hast du selber einen Mitarbeiter? Ja, echt, hast du Friedhof? Ja. Oh! Ich guck. Ja immer abbunkern. Die KI, ne? Guck zum Chat. Da kommt gerade ein Abo raus, vielen Dank. In dem Moment liege ich Viva. Hier. War ich hier voll gegen Baum. Unfall, aber trotzdem, ich versuch's mal mit ein paar Herzchen als Dankeschön für dein Abo. Solange ich nicht gegen die Leitplanke krache. So. War auch geil, da kommt ein Abo raus. Rein. Du hast rausgesagt. Ja, haut ein Abo raus, kommt ein Abo rein, so. Ja, da kommt schon wieder. Ja. Er rollt schon wieder. Ja. Bankstelle voraus. Ja, das ist gut. Ja, toll, dann hätten wir auch da warten können. Ja. Linke Seite. Wir haben auf den Bus gewartet. Wir wollten nicht mehr LKW fahren, wir wollten Bus fahren. Ja.
kommt doch bald. Kannst du Bus fahren? Ja, bald kann es den Truck suchen. Was braucht wer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du dann von Bushaltestelle zu Bushaltestelle fahren musst oder was willst du transportieren? Koffer? Bananen. Bananen. Mikey. Ja, was transportiert man denn mit dem Bus denn? Was ist denn England? Sind doch denn nur Personen sein oder was? Ja, dafür müssten die ja das Spiel umschreiben. Das glaube ich kaum, dass sie das machen. Ja, was macht man denn dann mit dem Bus? Ja, wahrscheinlich von A nach B fahren, einfach so. Der Bus ist tun, als ob. Rechts halten. Hm. 64 Cent, oh ja. 64 Cent? Jo. Ja. Ja, ist doch besser wie 1,34, oder? Mach voll machen, ja. Den hätte ich auch gern. Mitbringen kann ich Zigaretten. Jo. Müsst ihr nicht tanken? Und ein Energy. Nee, ich schaffe noch 2400 Kilometer. Ich habe einen Tampere getankt. Ich hatte in Köln halt getankt. Ich hab. Oh, 3000 Kilometer noch. Was? Ich habe noch über einen halben Tank drin. Eigentlich auch, aber ich tanke trotzdem. Für den Preis, ne? Das ist ja nix. Das kann man da mitnehmen. Dann ja, kannst du einen Vorratstank vormachen und nach Hause nehmen. Sieht also Silo in der Einfahrt bei Kuno. Er wird nur mein Shit dran am Hänger. Weil du ein Mod-Anhänger hast. Nee, du hast einen Auftrag an Ja, aber normal hat er ein österreichisches Kennzeichen. Sind wir alle durch? Ich hab getankt. Dann können wir fahren. Also ich hab ein finnisches. Okay. Ich auch. LKW ist schon nett. Die und das Zeit drängelt sich ja noch zwischen, ey. Also wenn wir nicht bei Friedhof gucken, oder österreichisches. Genau. Ich denke, das kommt immer darauf an, welchen Auflieger du genommen hast. Sehr freundlich. Ah, bin ich blöd oder? Bei mir steht NL. Niederlande. Ja, ja, weil du auch den Mod-Anhänger hast. Nee, das ist doch egal, das ist von Auftrag abhängig, ist immer verschieden. Das hat nichts mit dem Mod-Anhänger zu tun. Oh Gott, der mit seinem kleinen Traktor hier. Das war Kuno. Oder Bubi. Ja, das war nicht Kuno. Das war ein grauer. Frag mich nicht, was für ein Modell. Da war das Sebi. Auf jeden Fall ein kleiner niedlicher. Und ein kleiner Anhänger dazu. Kleiner niedlicher. Gudo, fühlst du dich da angesprochen, wenn sie sagt, ein kleiner niedlicher? So. Oh, ey, was? Ich glaube, ich muss Gudo mir noch... Gudo hat's heute mit dem KI-Pack, ja. Nee, mit meinem Lenkrad noch. Muss ich, glaube ich, irgendwie anders einstellen noch. Ein Keks. Noch zu empfindlich, oder was? Immer geradeaus. Das reagiert gleich sonst wohin, wenn es reagiert. Deswegen bin ich doch eben schon gegen den Baum schon gerast. Bitte links halten. Keiner pupst hier. Nö, überhaupt nicht. Was, bitte links halten? Mal aus. Das Rot muss zum Belgarin. Das hätte das Rot aus LS sein müssen. Mm, ja, das ja. Ist Metallic, weißt du? Ja, so, so immer matt, hier so in der weggeblockt. Ne? Mhm. Ja, passt schon. Aber es hat denn festgelegt, das Rot hier. Ja. Er war dann hier eben noch. Von mir weggeblockt auf der Brücke. Keiner von uns. Nee. Wir brauchen doch heute Feuerwehrauto. Gudo fährt überall hin. Bitte
dann muss ich mir noch blaue Lampen drauf machen, gar nicht. Rot ist er ja schon. Mein Schatz, wie weit bist denn du von uns weg? Einiges. Ja, das sehe ich. Er fällt jetzt gerade am Kreuz vorbei. Oh, das ist Friedhof. Was? Was? Friedhof ist, mir Friedhof ist bei uns. Blubbt hier immer vor, nee, vor mir auf. Nee, das ist ein Hänger. Blubbt hier dahinter. Bitte links. Was? Gibt's doch, ich hab doch meinen Hänger dran. Nur, ich glaube, du hast Gummianhänger. Ja, so wie Emil, weißt du noch, Waffe? Ja, klar. Zum Aufleger. LOL. Fährt vor mir, war der Auflieger neben mir. Mit der Maschine fährt man solo weiter. Und man zieht dann sich wieder ran. Ja, okay. Lol. Das hatten wir aber mit dir auch mal, wo wir mit Bubi gefahren sind. Da hast du abgegeben, aber ich bin durch deinen Auflieger auf der Abfahrt durchgefahren. Das ist öfters so, das ist so ein Bug. So ein Bug? Ein Bug? Nee, so ein Bug. Bug. Nein, Bug. Ali, erstmal hallo, und das ist ein, ist privater Server. Ist ja auf zu stänkern, Kagen. Ja, sonst kriegst du auch noch einen Permaban. Das mach ich doch immer, schon seit früher, aber lenkt ihr mich doch so. Krieg es bei Lago. Oh, wir hatten da Muttermehl-Funktion. Doch, habe ich genau gehört eben. Ach, hier. Der Dr. Fummel da vor mir bestimmt. Ich habe hab genau gehört, wie der Motor ausging und wieder neu gestartet wurde. Ich habe den Grenzübergang von dir 20% Schaden bekommen, Helge. Oha, gleich kommt noch einer. Jawohl. Mein erstes neues Auto kein Schaden haben. Ben LS19, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, moin, moin. Ich glaube. Ja. Mautstation passierbar mit 30. Linke Seite, zwei Fahrstreifen. Mit linke 30. Seite. Okay. Warum das geht? 3 Euro. Alter, klar. Aber die klein. So teuer. Nach der Maut rechte Spur, nach der Maut rechte Abfahrt nehmen. Ben, ich glaube, du musst deinen Namen jetzt ändern, ne? LS19 war einmal, jetzt ist 22. Die Abfahrt bitte die linke Spur benutzen. Abfahrt dann die linke Spur benutzen. Wir fahren über die Brücke. LS19 ist nicht ausgelutscht. Echt nicht? Da kommt noch hin, Trichter. Nein, das ist noch total aktuell. Ja, also. Kannst ja auch 2011 spielen oder so. Weil Leute spielen ja auch noch Minecraft, also kann man auch noch LS19 spielen. Und ETS spielen die Leute auch nur. Nein, Ben, du musst jetzt deinen Namen nicht umändern. Hat der jetzt hier runtergefahren, hinter da? Das, links. Das war nur ein Scherz. Über die der Maut, rechte Ausfahrt nehmen, linke Spur folgen, genau, über okay. Die Brücke. Dann bin ich doch richtig. Dann bin ich richtig. Arias geht so. Guck mal, dort spiegelt Kari. Mikey. Gute Fahrt. Ist der Gossip Black. Schön, dass du reinschaust. Und er schreibt, gute Fahrt euch da. Ja, danke was, schön. Feucht? Fahrt euch. Feuchte Fahrt. Nein. Oh, ich bin dermaßen von Urlaubsreif. Feuchte, was für eine feuchte Fahrt denn? Von den Tränen, vom Lachen. Hast du eingereicht in Urlaub, Dana? Nee, ja, letztes Jahr im November. Aber nur mein Wunschurlaub. Alles andere wird so verteilt, wie es passt. Ja, nimmst du vom 1. Januar bis 31.12. Oh, du Pferd. Nee, leider nicht. Nicht die Leute von St. Petersburg sind, Plattenbauten zu sehen. Meinst du so, Mikey? Mhm. Das
Ein bisschen mehr Schwung in der Hüfte, Karin. Noch mehr Schwung. Warte. Oha, nicht umkippen. Oha. Ist gleich kommt die KI und gut. Ja. Wenn Alice. ITS 2. Ach, guck. Er ist wieder da. Das war nur ein Scherz, ne? Ja, was ist denn jetzt hier los? Schlange war gerade. Nee, KI zieht voll rüber. Lol. Oh. Hast du keine richtige Hupe, Friedhof? Witzig. Hast du keine richtige Hupe? Nee, hab ich nicht. Also wir haben kaputt. Auch nur Karin und ich die richtigen Hupen. Ja, aber beide sind kaputt. Quatsch nicht. Immer nur Warte, das hört sich ja wieder gut. Meinst du, ich brauch wieder einen Termin bei Dr. Fummel? Höchstwahrscheinlich. Aber Schiff machen. Was? Mikey! Hallo? Mikey, was hast du gesagt? Oh, das hat die gestoppt. Einmal dürfen machen. Ja, genau, einmal dürfen. Bitte gucken, ob irgendwas ausläuft, weil wir haben hier eine feuchte Fahrt. ja. Wenn was ausläuft, besorge ich den Stopsel. Stopsel? Das Stopsel. Heute gehen wir alle Füße waschen, Mann. Oh, herrlich. Oh, nein. Danke, Udo. Alles gut? Ja. Und Friedhof? Kein Kommentar. Mit so einem feuchten Gesicht. Oh, nein. Ich doch nicht. Noch so Konvois sucht die herrlich, schreibt Mr. Gothic. Ach, wir machen eigentlich ziemlich viel Verschiedenes. Alles durch den Gemüsegarten. Ich hatte durchs Blumenbeet. Ja, das können wir auch noch nehmen. Wir haben ein Blumenbeet, Karin. Ach, Rising World hat ein Update. Ja, das neue jetzt, oder von Sektflasche, wa? Okay. Können wir mal reingucken. Autobahnkreuz, nehmen wir die nächste Ausfahrt. Falsche Taste. Okay. Dann morgen auch Dings der spielen, Karin. Was spielt? Hast du vorhin geschrieben, was das? Human! Ja. Oh ja. Silvi, was machst du, Bro? Warten, dass ich eine Einladung bekomme. Okay. Auch nicht schlecht. Gute Frage beantwortet. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Waffel, was machst du morgen Mittag? Arzt. Nimm die Ausfahrt rechts. Wenn du Lust hast, kannst du ja dazukommen. Mittag, nach der Ausfahrt Karin? Die linken beiden Spuren folgen. Ja. Die rechte führt nach Ikea. Okay. Ja, so 16 Uhr also. Ja, mein Gott. Wir hätten auch rechts rumfahren können. Wir hätten eine Runde shoppen gehen können. Oh, was willst du gehen? Lane? Shoppen. Car-Lane? Ja, ich bei Ikea verstanden. Shoppen könnte, also mit unseren Haufen, das könnte ja schön lustig werden. Ich glaube, Kuno würde dann nur noch irgendwo stehen und denken, oh Gott, ich gehöre da nicht zu. Kreisverkehr. Weißt du, wo Kuno ist? Kreisverkehr in der Spielabteilung im Bällebad. Oh ja. Nee, am Hotdogs futtern. Guck mal, da kommt der Else Karin. Ja. Kuno ist am Hotdogs futtern. Wenn ihm langweilig ist, dann geht er ins Bällebad und dann kommt irgendwann die Durchsage. Ja, und du möchtest bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Du gehst zu den Kuscheltieren, Karin, ne? Und suchst Panda und Schildkröte, ne? Genau. Ja. Aber nur wenn du sie mir dann auch kaufst. Und ein Einhorn. Ja. Du kriegst das Einhorn und ich krieg Panda. Im Lidl gibt es gerade jetzt, wo ihr sagt Einhorn, gibt es von den Globschis ein Einhorn. Für Valentinstag. Was denn, Friedhof? Fährst du gleich hinter mir? Nee, ich hasse KI. Was? Ich glaube, Friedhof möchte demnächst vor mir fahren. Aber dann kann ich immer Popo wackeln machen. Da kann er sich ja gar nicht. Weil ich meine ganze KI-Autos weghaue und. Ja, aber dann kann er ausweichen. Der kann sich aber dann nicht mehr konzentrieren. Oh nein.
Wie endet das heute Abend? Im Bett. Das ja. willst du gar nicht mehr. Das, im Bett endet es heute? Oha. Er freut sich dein Schlumpf. Also nicht auf dem Sofa heute. Auf dem Teppich. Warum, Len, hast Kuno jetzt schon die letzten Nächte rausgeschmissen aus dem Bett? Nein, Ivan! Ja, mach ich doch. Ja, das sehe ich. Wie die Nacht ist ab. Aha. Oh, ich bin fast geradeaus gefahren. Was von mir aus kann er fahren? Mich juckt das nicht. Ja, aber ich stelle mich auch an. Und dann drängelt er vor. Nö. Sei aber schuld, wenn du dich anstellst. Ach, wir sind schon da. Schon. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, Gossi, könnte man rein theoretisch aus, auch sagen. Hier gibt's keine Werkstatt. Nee, die ist am anderen Ende. Na, ist weit weg. Man muss doch durchhalten, was ist. Nee, Karin, echt? Ist dein Ernst? Pack's ein? Ja, deswegen warte ich doch. Nee, sie tut nur so, als will sie einpacken und drückt sie Enter. Ja, genau. Oder so. Nein. Hallo? Ja, hallo, Janki. Schön, dass du da bist. Lange nicht mehr gesehen. Hallo, moin, moin. Ich fahr noch mal in Druck, Karin, ne? Hä? Ja, und? Ich pack mittlerweile immer ein. Oh, das klingt für mich ja voll. Äppeln. Hast du es, Karl? Ja, ja, kannst. Ich geb schon ab. Mit den Heimreifen hier, ey. Betonwüste, 1 von 10. Was? Ja, Rückenschau. Was sind das? Keine Ahnung. Schön, Karin. Komm unter meiner Bettdecke. Ja, warte. Eine Bewohnerin heute zu mir. Also meine Lieblingsbewohnerin, meine Hanna. Und die, das schwarze Schaf, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Da hatte sie mich heute Morgen wieder geärgert. Und da sagte ich so zu ihr, wart ja ab, du. Ja, ja, sagte, komm du mir mal unter meiner Bettdecke. Ich so, was soll ich denn da? Das ist ein freches Luder, das zeige ich euch. Ich schnell zusammen auf Ding auf Friedhof nicht, ey. Was? Komm aus deinem Auflieger hervor, der Friedhof. Lass mich doch, ich versteck mich gerne. Toll, weil ich schönes Bild mache und er hängt da mal Auflieger drin. Ah, ordentlich. Ja, so, ist gut. Zu weit. Ja, what the game mal. Ja, so, perfekt. Bitteschön. Dankeschön. Fertig. Kuno, fahren wir noch eine kurze? Ja. Wie lange ist kurz? 2000 Kilometer. Also ich hätte jetzt die kürzeste bis nach Spanien. Also meine, ich hätte eine nach Riga mit Arsen drauf. Oha. Ich hätte eine nach Siaulia. Nee, aber die ist nicht von hier. Warum? Von wo geht die denn los? Doch, St. Petersburg. Ja, aber das ist auch wieder so eine große Stadt, wo die Firmen ganz weit auseinander sind. Ach so. Fährst du auch wieder 100 Kilometer. Bestimmt rechte Seite. Wo stehen wir denn hier?
Garage? Gute Frage. Also ich hätte eine Yacht, das sind 485 Kilometer. Boah, Yacht ist geil. Ja, weißt du, wo du da hinfahren musst? Ja, ist viel klar, Spaß! War nur Kilometer entfernt, die Fracht abzuholen. Ja, aber es liegt genau auf dem Weg, den wir eh fahren. Ich habe hier nichts Sinnvolles. Ich hab was nach England. Ich habe eine Fracht, 919 Kilometer geht hier direkt von Ikea weg nach Guzneb, Russland. Das liegt in der Nähe von Kaliningrad. Ich habe noch eine Fracht Lettland, Litauen. Nach Goodbye. Mit lauter Pussys drauf. Mit was drauf? Pussys. Oktopoden. Oktopus. Fisch. Yum yum, auf diese komische kleine Insel da. Ach wo? Zwischen Schweden und Finnland, diese komische Insel. Ach, dorthin. Ach, dahin. Sind 664 Kilometer und 120 Seeweg. War das dann andere mit dem Russland noch? Dann Sebi. Wäre Paletten nach Guzneb. Ja, dann nehmen wir das, wenn er von hier aus ist. Von Ikea. Das ist hier um eine Ecke Ikea. Ja, dann nehmen wir das. Fahren wir schön durch Lettland durch und so. Eine Pussys. Vorsicht, Karin. Möb. Möb. Und der Jan P. ist auch da dabei. Schon lange nicht mehr da. Hallo. Wofür lese ich den Chat vor? Weiß ich nicht. Hab eine Karte geguckt. Ich auch. Ich mittlerweile auch nicht. Hab eine Karte geguckt. Hab ich keine Ohren. Das war schon bevor wir abgegeben haben. Jan S. kenne ich noch. Ist ja auch voll schwer, ne? Wer das ist. Aber Jan P. Und hat schon, vor einiger Zeit öfters zugeklaut. Jan S. gibt's doch gar nicht, Karin. Genau wie deine Adresse, die gibt's auch. Ja, stimmt, die gibt's ja nicht. Na toll, müssen wir hier runter? Ja, rechts runter. Ja. Über die Brücke. Wo ist ein Kuno schon wieder? Da ich. Hinter mir. Bist du schon am Ikea? Wir sind hier vorne erst. Was? Bin ja auch gerast. Gerast. Geil, wie das geschrieben wird in Russland hier. Mit NKEA. Ikea, der uns ja nicht schreibt. Fracht angenommen. Ihr könnt jetzt die Fracht auswählen. Darf bestimmt Ikea nicht schreiben. Doch, wenn in Deutschland fährt, ist Ikea richtig. Oder Schweden. Ja, ist es richtig geschrieben. Ja, da steht richtig Ikea, ja. Auf so. Der Promot.
Auf der Standardkarte steht IK. Mhm. Ja, du hast ja hier auch Bauhaus und X, Lutz und sowas hast du ja auch hier. Der oder extra Renier macht den Mod. Oder Turm, Bauhaus und sowas, ja. Das ist ja eine extra Mod. Nie, das beißt sich ja, ey. Das Lila mit dem Gelb. Auch Gelb? Oh, ja, nehme ich auch. Gibt's hier Bananen? Na, warum stehen wir hier alle an? Bananas? Danke, Kolo. Was, danke? Schranke. Schranke. Ja, Frachter suchen. Mitten auf der Straße. Damit du da stehst, Karin? Ja, ich auch, Gott. Sirbi hat angenommen, ja. Ja. Du kannst auch von jedem anderen jetzt annehmen, ist jetzt egal. So, ich nehme ohne Anhänger wieder. Ich weiß noch nicht, kann man nicht entscheiden. Oh, lol. Micha, bist du schon fertig mit annehmen? Vorsichtig. Ich fahre mal Richtung Autobahn und stehe dann auf dem Seitenstreifen. Okay. Die Ausfahrt. Wenn du reingefahren bist. Rechte Seite ist die Ausfahrt, linke Seite ist die Einfahrt. Was denn, Friedhof, wie fahren wir jetzt? Ja, jetzt bin ich Ofer. Geh mal das quietschgelbe Ding an, Mike. Oh, Lane hat wieder eine Lenkachse genommen. Natürlich. Oh je. Was heißt denn hier, oh je? Ja, ich komm damit nicht klar. Ich komm damit am besten zurecht. Lenkt dann mal so schnell ein hin. Schnell. Nö. Auf geht's. Wo muss ich denn jetzt lang? Links. 18:30. Weißfuck der erste Ausfahrt Richtung Autobahn. Was haben die denn da alle? Mit dem gelben? Hätte ich heute den gelben Actros nehmen müssen, der hätte besser gepasst. Yeah. Ich fahr mit. Ach, gelb und rot, gelb und rot passt auch. Wir haben vernünftig den Krone. Gelb und das ist meiner! Auch. Das ist meiner! Hä? Da stand in meiner. Das wo? Da wo du bist. Ich kann nicht lesen, was draufsteht hier vorne. Das war ein dummer ein Gedanke, ne? Spiegel abgefahren. Lass uns loslegen. Habt ihr grau gefahren? Ed gefahren, oder? Grau, ja. Wir haben es grau gefahren, Mikey. Oh. Ja, wenn du das oft sagst, Karin. Du hast damit angefangen, nicht ich. Oll. Hä, ja, wieso? Häng ich? Hä? Hänger? Anhänger. Boah. Nimm die ganzen Paletten mit. Oh, ihr bergauf anfahren, ne? So richtig. Ja, möchtest du die Paletten schon mit auf die NF bringen? Das ja. Ist gut. Und dann noch schön mit Schaltung, ne? Da steht ein Kipper quer auf der Autobahn, nachdem Autobahnkreuz erste Ausfahrt genommen wurde. Steht kurz danach ein Kipper quer auf der Autobahn. Ist dort gespawnt. Ich hab's gerade noch sehen können. Das dauert noch, bis wir da sind, Silvi. Ich stehe kurz vor der Tankstelle, stehe auf dem Seitenstreifen. Also wir schippern hier gerade aktuell mit 15 km/h, damit der Kuno aufschließen kann. Mit 9. Wir sind jetzt gerade an der Brücke, auf der Brücke. Für Überführung. Weil der Kuno hat einen Hänger. Wenn ihr auf das Autobahnkreuz gekommen seid, Vorsicht, da ist blau. Erste Ausfahrt nehmen. Der Kipper steht immer noch quer, rührt sich kein Millimeter. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Fährt wer für Walter? Natürlich. Aber ihr könnt rechts dran vorbeifahren, kein Problem. Bäh. Hä? Lakritz? Nee, Tabakkrümel. I.
darfst du nicht essen. Du sollst deine Lakritz essen. Lakritz, lecker. Boah. Was ist denn Waffel? Mir hat Waffel mal gesagt, wenn Lakritz ist doch keine Kinder. Rechts nehmen. Ja, machst du ja auch, hallo? Die Auswahl kann nicht jeder wissen. Meinst du, vor ihr musst du auf, vor Lane musst du aufpassen, Marshmallow. Sie ist dich, nicht ich. Vorsicht, nee, Stau. Nee, du hast mich immer in Kakao gemacht. Ihr könnt aber rechts über einen Seitenstreifen auf die Autobahn. Jo, der Schein, hat sich ja gut hier festgesetzt. Ja, der hat sich da gespawnt. So soll ich auf dem Seitenstreifen fahren, wenn links zwei Spuren frei sind. Weil hier vorne Sebi steht. Und dann fahre ich halt wieder rein. Achte doch rechts an das Hindernis vorbeifahren. So, alle da. Alle da, dann geht's weiter. Hat sich ja gelohnt, hier reinfahren. Du kannst auch wieder überholen. Kommt noch mal eine Tanke für diejenigen mit der schwachen Blase. War das für mich gedacht oder für Mac? Beide. Du brauchst doch nur einen Kaffee. Ja, erst muss er den anderen Kaffee wegbringen und dann kann er sich erst einen neuen Kaffee holen. Aber auf, davor schon die Knöpfe drücken und wenn er fertig ist, kann er die Tasse schon mitnehmen. Nee, dafür keine Knöpfe drücken. Wollte ich gerade sagen. Das wird schwierig. Probieren? Boah. Und dann zahlt 10 Euro für den Kaffee. Ich auch nochmal einmal. Moin erstmal rein, ne? An die lieben Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns gefunden habt, eure Zeit mit uns verbringt. Wie und wo auch immer. Das ist super, das ist toll. Das gefällt uns. Und denkt vielleicht nochmal ans Däumchen, liebe Leute. Oder an die Glocke, ne? Dass ja nichts mehr passt von uns. Hase ist wieder hier, Schatz. Irgendwas ist eben hier bei mir an der Tür vorbeigehüpft. Hm? Das Abendessen. Ah, warum bremst du, der Idiot? Na. Alles Vollpfosten hier. Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Hör auf zu stänkern hier, Lane. Am nächsten Autobahnkreuz nehmen wir die Ausfahrt unterbremsen auf dem Weg. Okay. Wieder bremsen? Noch gerade erst wieder eine Fahrt. Kommen wir irgendwann mal in der Werkstatt vorbei, hier, oder? Nee, nur bin ich. Wurst, ne? Hast du toll gemacht, Kevin. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Rechts halten. Das war Mello. Dann wundern, wieso ich's essen will. Du schickst mir doch immer komische Bilder hier mit einem Messer und Würze und... Ja, er will mich essen. Zeit, ne? Ich muss Reifen sparen. Hat man gemerkt. Die nächste Werkstatt befindet sich im nächsten Ort namens Luga. Wenn das so weitergeht, brauche ich wirklich eine Werkstatt, ey. Was ist denn mit dem los? Mit den komischen
Skoda hier. Nicht denk an Kuno. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Da hast du dir was angewöhnt wieder, du. Der kuschelt. Alle fahren außer rum, außer Kuno, der bleibt vorne stehen. Ja, mich hat er ausgebremst und habe ich ein bisschen weggeschubst. Nee, das ist der, nee, das ist der dunkle Skoda, vorne der. Achso. Der ist vor Kuno mir stehen schieben. Geblieben. Das ist vor mir stehen geblieben. Bisschen langsamer vorne. Jo. Was denn? Ne, da fort weiter, Kuno, schiebst mal eine Runde. Vielleicht fährt er wieder an. Der hat keinen Sprit mehr im Tank. Oh, jetzt mit einem vollen Anschubser. Der braucht Kuno wirklich einen Werkstatt. Ich sage, wir sind ein total chaotischer Sauhaufen. Ja, yeah, sie auch nichts dran ändern. Oh, Karin. Oh. Ich habe jetzt gedacht, er sagt ein anderes Wort. Nicht fahr, sondern. Hier steht ein Bogen. Ist wieder Lane. Nee, auch mit FA, aber ein K hinten noch dran. Nein, Ausdrücke dürfen wir nicht sagen. Ausdrücke dürft ihr nicht sagen, aber ständig doppeldeutig denken. Passt. Also jedes zweite Wort, wenn man den das Gefühl scheiße. Oh, ui. Das Wort sagt man nicht, das macht man nur. Alter, bevor ich jetzt hier stehe, wenn wir eine Ampel. Nee, danke. Welche Ampel? Da war gerade eine Ampel. Achso. Da bleib ich doch nicht stehen. Hallo, Janis. Schön, dass du reinschaust. Hallo, moin, moin. Janis ist echt nicht hier. Das ist auch so ein Name, der in unserer alten Heimat ziemlich verbreitet war, ne Schatz? Der Nachname Böttcher. Ich hatte sogar eine Klassenkameradin, die hieß so. Mochte ich aber überhaupt nicht. Was sind das hier mit dem Lada Niva hier noch? In lila. Was? Ja, ja. Ui, das ist ein schickes Lila. Ja, wo hinter mir, Kuno? Das ist ein richtig schickes Lila. Warum steckt denn die im Stau, sagt mal? Bei uns ist hier nix. Nur der Kuno. Ich, ne? Man möchte es mal uns mal irgendwo hinstellen. Die ganze Straße ist frei. Außer vor mir nicht. Nee, von ist eine Ampel, Kuno. Ich hab gelbe LKWs. Ja, sollten wir vielleicht mal warten. Gelbe LKWs vor mir. Baut sie alles. Ja, wir können ja bis zur Werkstatt fahren. Die kommt doch gleich da vorne. Da kann Waffel reparieren in der Zeit. Das müssen wir ja wieder Stadt warten. Voraus. Immer geradeaus. Nächste Ausfahrt Richtung Werkstatt. Wann ist denn bei Krone ein Zeichen mit einem Messer drauf? Eine Schlange drauf. Schweizer Messer. Schweizer Taschenmesser. Das war aber nicht grün, Krono. Ja, das war ein Brot. Aber keiner da. War keiner da. Jetzt wird lohnt sich das reparieren. Lass mich ein bisschen wach. Nee! Hat doch nicht mal angezeigt.
Waffe. Nicht ohne. Ich hatte. Ja. Bist du mich rein oder was? Ja. Hab ich habe leicht marschiert. Ja. Okay, leider ist nichts passiert. Hat man gar nicht gemerkt. Lol. Wir können dann hier alle auf der Grasfläche parken. Jetzt umdrehen. Nee, warum? Ich kann doch auch geradeaus und dann links abbiegen. Wollte doch nicht extra jetzt nochmal umdrehen. Ich fahr doch vorne, nicht rein. Hallo. Ja, nein, willst du mir Schilder sammeln? Ich hab schon überlegt. Puff, vielleicht liegt es. Ich fahre nämlich genau drauf zu. Hallo, Schild. Komm, Rinder. Und dann mit einem hohen Bogen fliegen. Nein, ich habe es ganz zärtlich umgelegt und eingepackt. Jetzt hubbel ich ein bisschen. Ja, denn hier. Bruno, nächste Ausfahrt Richtung Bergstadt. Nächste Ausfahrt. Hubbelt aber ein bisschen. Das ist der Stress, was da in der Erde drin steckt. Bitte links halten. Bist du denn mal für deine Jungs? Ich, das sag ich doch. Für die mit der kleinen Blase. Was ist denn, wo seid ihr denn reingefahren? Die sind gar nicht reingefahren, die sind gerade weiter. Nein, wir sind den Kreisel und dann wieder hoch. Ja, gerade weiter, jetzt zum Kreisel. Ah. Was macht ihr denn da? Krass. Wir warten auf dich. Ich mal gucken, kuscheln mit Mike am Arsch. Was? Ja, musst du mal gucken, nee, Mike. Ich komm mal ein bisschen zu dir, ne? Ja, ja, komm mal dran. aber vorsichtig. Mit Lane kuscheln, oder was? Mit Abstand. Oh. Komm, naja, geht ne, Mike, oder? Hallo! Demnächst links ab. Eingekesselt. Oh ja, Leute, es kommt gar nicht zur Seite. Gruppenkuscheln hier, was? Ja, klar. So, ich bin gleich wieder da. Moin. Ja. Waffel. Ich kuschel mit Lane. Ja, dann komm mal ran hier. Und wer kuschelt mit Silvi? Lane kuschelt mit Silvi. Warum hast du dich hier ab, Karin? Ist so Friedhof, wa? Nee. Die will bloß näher ran zu dir. Also wenn wir gleich wieder auf der Autobahn rauffahren, fahren wir gegen eine dunkle Wand, weil da beginnt es dann an, dunkel zu werden. Die Kabine wackelt. Mikey, was treibst du da? Mike, hast du Darmbesuch drin? Es ist so... Lol. Oh nein. Ja, war toller. Karin. Hallo. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Das war aber eine schnelle Nummer, Mikey. Wackelt immer noch an mir. Jetzt wieder. Kurze Pause, oder? Ja. Zigarette? Ich dachte, umstecken. Lol. Friedhof! Du musst mal kurz umstecken. Was ist los, Mike? Kopfkino? Gar nicht, nein. Also, sagen wir, der Steck auch in die Dose passt, ne? Was ja, ist denn das hin? Müssen wir mal gucken, ne? Oh Gott, Eva. Es wird feucht im Gesicht. Naja, solange es bloß im Gesicht feucht ist. Ja. Ja, noch. Lane, wir müssen jetzt demnächst Taschentücher verschicken. Was hast du denn, einen Krampf, Karin? Ein Lachmuskel? Nee. Oh,
jetzt geht's aber richtig ab. Ja, du schießt dich auch an Lane mal weiter ran. Echt? Ja. Ja! Danke, Moment. Du bist immer da. Was wird denn da sitze ich hier? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Was ist denn das für Krallen? Oh, sag mal, was wird denn das hier? Oh, Mikey! Jetzt wackelt gleich bei Karin was. Hey, jetzt wackelt es bei mir. Ja, bei mir wackelt noch nicht. Hab ich ein Glück. Martina, mach mal was. Es wackelt nicht bei Frito. Es wackelt beide bei mir. Gut, dass Kuno auf Toilette ist, ey. Ja. Können wir die Pumpen tanzen lassen? Karin, warum hast du einen Rückwärtsgang an? Waffel? Oh, Waffel raus. Internet. Kommt bestimmt gleich wieder. Internet. Discord ist da noch. Ja, das plüpst dann nachher raus. Leak, leak, leak. Was hat Martina gerade quiek, quiek, quiek gesagt? Flieg, flieg, flieg. Ach, lol. Ich hab verstanden, quiek, quiek, quiek. Ich auch. Dachte, es wackelt jetzt bei Friedhof oder was? Iku, Iku. Also, jetzt nicht. Unmöglich. Du hast doch gesagt, bei dir wackelt nichts. Oh, wei, kommt wei, wieder. Wei. Oh, psch. Gib's ein. Böse sein. Wieder was soll der Standklimaanlage auf dem Dach? Wird nicht mal warm drin, ne? Wofür brauche ich eine Klimaanlage? Ja, wenn es zu heiß wird, Friedhof? Psst! Kuno, komm! Fenster auf! Er hört ja. Kann ja jeder reingucken, Friedhof. Ja. Oh, wieder da. Hallo, Baby Kuno! War eine sehr lustige Pause. Hat uns gefallen. Oh ja! Waffel ist weggeflogen. Oh! Hier sind Niva hier. Ah, der Niva mir voll. Ach, du wolltest doch. Eine Tankerin hier warst. Du wolltest doch noch reparieren, ne? Oder musst du nicht? Wenn es weitergeht, muss ich reparieren, ja. Warum? Nur nicht, dass du es vergisst zu reparieren, so meinte ich. Ja, wo ist die Reparatur? Ja, hinter dir. Ja. Links in den Kreis und dann wieder links. Hä? Ich fahr eben an eine Tanke. Ja. Und hinter der Tanke ist die Werkstatt. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. Da wo Mikes Name ist, musst du links abbiegen. Also die zweite links abbiegen. Nicht die erste, sonst kommst du wieder zur Tanke. Ich fahre jetzt zu euch. Ja, Ausfahrt. Und dann fährst du jetzt an uns vorbei und nimmst die zweite Ausfahrt links. Da wo Dom steht, oder was? Ja, mit Schild. Nicht die nächste. Dann kommst du genau zur Werkstatt. Jetzt. Und jetzt links. Achtung, und dann Tor gleich Einfahrt. Links. Oh, hier, guck mal, kommen Erdbeeren und Pfirsiche, Karin. Ja, wir haben nur Pfirsiche an die Bäume gemacht, keine Erdbeeren. Wir haben Kirschen. Also einen Erdbeerbaum hab ich auch noch nie gesehen, Karin. Der Baum. Wir haben Kirschen und Pfirsiche. Und im Gewächshaus haben wir Cranberry. Nee, Kürbis. Und Kürbis, glaube ich, oder? Was habe ich denn genommen? Ja, Kürbis. Alles Cannabis angebaut. Wir brauchen noch Bananenbaum, Karin. Bananenbaum? Bananen kommen aus dem Gewächshaus. Komischerweise. Ich habe ja erst überlegt, ob ich Melonen nehme. Dann dachte ich, nee. Jetzt sind wir da schon wieder der LKW. Der hat Lane bestimmt genommen, Melonen. Okay, nein. Lass uns eine neue Route finden. Nein. Hast du einen drin bei dir? Kiwi und. Himbeeren. Himbeeren, genau. Kiwi könnt ihr auch mal wieder drauf, ja.
Und dann... Bin da. Salat und Tomaten. Hatten wir nicht auf Waffel? Hey, Mikey, ich bin ja, dran. Ich weiß ja, ja nicht, wie lange Waffel jetzt weg ist. So raus. Du da vorbei kannst. Der Waffel dauert bestimmt noch. Das Oder Internet das weggeschmiert Karin. Ist. Oh, ah, da kommt er schon. Oh. Sehr schön. Da ist er ja wieder. Pünktlich zur Abfahrt. Willkommen zurück. Ja, Mike, ich wollte eigentlich Waffe vorlassen, aber... ja, auf der Autobahn gleich. Könnt ihr euch mal entscheiden? Nee. Nee, kennen wir uns heute, ne? Sebi, nicht so schnell. Ich fahre 60. Sollte reichen. Bis alle wieder da sind. War das gut aus der Hüfte, Mikey? Oh, Karin! Willst du denn? Ja, aus der Hüfte. Denkt sie auch bestimmt, was macht sie hinter mir, ey. Man sieht das gar nicht, was denn da aus, was sie da vorne. Sie hat doch keine Spiegel an. Ich hab Spiegel an, aber ich guck da selten rein. Man, ja. Kommst du auf die, wie kommst du denn auf die Idee, dass ich keine Spiegel an habe? Du hast doch mal gesagt, du hast die separaten nicht an. Doch. Außenspiegel, die Rückspiegel habe ich immer an, rechts und links. Okay. Aber ich sehe da nicht besonders viel. Ja, aber weil sie sich bei dir so einstellen kann, Karin. In der Grafik halt, ne? Weil ich sehe sogar Friedhof noch im Rückspiegel. Nee. Und Waffel. Ja, ich sehe auch alles in dem. Also, das ist doch nur noch Kudo. Sehe das gerade so, dass da was Pinkes hinter mir ist, danach nicht mehr. Aber sie meint, glaube ich, von der Perspektive, dass sie das sich, die ich da nicht sehe. Immer geradeaus. Richtig. Ja, von der Reichweite her, oder? Nee, von der Perspektive. Siehst du nicht immer genau, was genau hinter dir fährt. Ja, muss halt schon ein bisschen verdeckt fahren, ne? Ja. Ich habe ja auch den rechten Spiegel oben im Bild. Ja, beide. Nee, links habe ich ja den Spiegel im LKW, aber rechts nicht. Nee, ich fahre nicht. Ich fahre nur mit dem. Musst du Numpad 9 drücken, Gary? Was? Dann kannst du rüber gucken. Wenn ich Numpad. Musst du in den rechten Außenspiegel gucken. Ja. Ja, ich hab mir eingeschaltet. Dann kannst du ein bisschen nach vorne gucken, siehst rechts was. Weil wenn du 6 drückst, dann guckst du ja ganz rüber. Bleib da stehen, du Alter. Tau nichts gut. Tauge nix, du. Vogel.
Wird das schon wieder dunkel oder was ist das hier? Ja. Ja. Du spielst immer im Dunkeln. Ungewöhnlicherweise sind wir mal am frühen Morgen gestartet. Müssen wir mal so einen Mod reinpacken, dass es nur hell ist. Ist doch langweilig. Reale Tag- und Nachtzeit. Das ja, wäre vielleicht schon. Es war genauso dunkel. Ja. Also reale Tag- und Nachtzeit wäre, glaube ich, schlecht, wenn wir auch oft abends spielen. Der funktioniert eh nicht wirklich. Also wenn es dunkel ist, trotzdem im Spiel hält. Funktioniert ja nicht. Also wir haben den drin, also ich merke das nicht. Ja, Ampel. Ja, grün. Ja, aber die Polymanzei fährt nicht. Ich will hinter Karl. Ja, ich weiß aber auch nicht. Oh, habt ihr eine neue Spur eröffnet? Ja, nicht fahren können, weil ich hier quer drin stehe. Habt ihr eine neue Spur gemacht? Ja, jo. Ins Grüne. Ja. Jetzt kannst du fahren, Karin. Na komm. Na komm, Vorwaffe. Ja, ich kann nicht fahren, wenn Mike vor mir steht. Oh. Bin weg. Weg.de? Ja, bin dann mal weg.de. Oh, hier geht's im Wald rein, Karin. Ah ne, Schranke davor. Ja, wir könnten da reinfahren. Hast du mir recht. Eine Strecke im Wald hast du am gesagt, in Schweden oder in Norwegen oder so, ne? Norwegen. Ich mag immer noch in Italien, wo du warten musst, bis die Fähre durchgefahren ist. Und sich dann die Brücke runterklappt. Das ist immer noch meine Lieblingsstelle. Was ist denn das? Muss ich gucken, wo das ist. Irgendwo in Italien. Müssen wir mal hinfahren. War ich doch noch nie. Okay. Okay. Da ist eine Schranke und wenn die unten ist, dann klappt sich die Brücke hoch und dann fahren Schiffe durch. Okay. Ah, ich weiß, welche Stelle du meinst. Nein, Mikey, wir fahren erstmal nach ganz oben und dann können wir wieder unten fahren. Wir fahren wieder nach Kreuzung biegen wir rechts ab. Nach Jerusalem, war Karin? Du klar. Mann, wie viele Stühle willst du denn wegnehmen? Wieder Kamele gucken, ne? Mhm. Nee, wie heißt das? Dromedare. Dromedare. Achtung! Also, sind wir gerade nicht in Jerusalem? Guck mal, da links. Was? Achtung! Links? Bahnübergang. Ja. Also, Bahnübergang. Eventuell kann ein Zug kommen, man weiß es nicht. Gebiss festhalten. Ja, du hast das neue Zähne, Lane. Hä? Das dauert immer geradeaus. Ja, rausfallen können sie ja nicht mehr. Ja, ist schon gezogen, oder nicht? Nee. Nee? Nein, einer ist da noch. Ich will aber dem sagen, dass er morgen Peine rausnimmt. Also so noch ein bisschen warten soll. Wollen wir was anderes machen? Ja. Steine, und Eindruck. Guck mal, ich gleich nächsten Kreuzung. Mal den Luftdruck. An der nächsten Kreuzung biegen wir links ab. Links. Nee, nicht, dass der Stuhl noch wackelt, ne? hoch, runter, oder was? Ich wollte zurück, Garin. Ja. In Liegeposition oder in Sitzposition. Oh, ja, ich stand zu schnell. Ja, klar, kann ja nicht rumfahren. Von den Gedanken abgelenkt. Nee, ich hab ja noch versucht auszuweichen, deswegen sind so 4% bei mir. Sonst hätt's Dollar geknallt. An der nächsten Ampel biegen wir rechts ab. Rechts. Lass erstmal gucken, wo wir hinfahren. Biege nach links ab. Anschließend kommt ein Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Wir sind aber nette Fahrer, die grüßen alle. Fragst du bloß warum, ne? Ja, weil sie nett sind, die grüßen. Mikey. Ich grüß Karin. Grüß dich zurück. Oh, ja, er hat fast geklappt, Karin. Immer geradeaus.
Bubi, sag doch mal, steck einen Gruß mit rein. Das wolltest du gerade machen, oder was? Biege nach rechts. Oh, Lady. Er ist so hübsch. Das ist hübsch. Der Kreisel. Muss ich einmal rumfahren. Ja. Da fehlt noch ein paar Blümchen und Baum in der Mitte. Vorsicht, Karin. Keiner, da kommt was. Ja, zieh rein, ich mach doch Platz. Kommt ein Eiswagen. An der nächsten Ampel bitte die linke Spur folgen, um an der nächsten Ampel links abzubiegen. Diese Ausfahrt. Danke. Hält 1% auf Fliegerschaden? Hab ich den gemacht gerade. Vorsicht, das wird rot. Es blinkt schon. Kirschrot. Komisch. Kirschrot. Was das denn sein? Das ist vielleicht wie Apfelkuchen. Besser die Bananen gelb, ne? Immer geradeaus. Hätte ich auch Apfelgrün, Apfelrot sagen können. Fährt denn hier rückwärts? Ja, nur Hü, rüber da. Der Jan, der wollte nicht weiterfahren. Auf der Kreuzung stehen. Links halten und dann links abbiegen. Ja, das. Biege nach links ab. Halten. Ja, hier ist bloß eine Spur. Geradeaus. So ein Blödsinn. Der will, dass du durch den Wald fährst, Lane. Nein, das schon. Oh, Milka, LKW. Bei uns steht seit gestern zwei LKWs da, bei den einen gegenüber von uns da, am Feldrand. Der eine hat die ganze Nacht das Licht zu leuchten gehabt. Und es leuchtet immer noch. Ich schlafe bestimmt da bis Sonntagnacht gesagt. Ja, aber man muss ja nicht die ganze Beleuchtung anhaben, oder? Kann ich nicht, ne? Telepath kommt gleich. Nach der Tankstelle biegen wir rechts ab. Achtung, Grenzkontrolle. Rechts ab. Okay. X-Telepass. Grenze. Einmal die Tüten rausholen. Wieder eine Dümmeltüte. Haben wir auch zwei deutlich hören, ne? Hören? Rechts ab. Weil zweideutig sehen. Nein, was nicht hören. Drei Kontrollstellen. Drei. Verteilen. Könnt ihr euch da verteilen. Oh, ist aber schade. Kommst du nicht rein? Kann man hier außen rumfahren? Nee. Das ist ein Zaun. Oh Mann. Neben mir ist noch eine frei. Ja, das ist Mike. Hallo. Bei mir war eben das Spiel eingefroren. Meine wird frei. Jetzt leg ich wieder zu hier. Danke. Und wieder Papiere prüfen. Haben wir doch erst. An der zweiten Grenzkontrollstelle befinden sich zwei Durchfahrten. Den ist rechts ab. Biege nach rechts ab.
Nach der zweiten Kontrollstelle warte ich auf der rechten Seite, wo alle durchgekommen sind. Ja. Hat der mir offen lässt? Sind die auch gleich durch? Nee. Doch, nein. Nee. Habe ich eben auch rausprobiert, bevor ich... Das ist einfach eine unsichtbare Mauer. Sind Barriereblöcke. Geh nur runter, wenn du aufs Knöpfchen drückst. Ich drücke auf dein Knöpfchen, Karin. Mach mal sie kaputt. Dann drücke ich auf Lanes. Musst du doch erst reparieren beim nächsten Termin. Musst du mal vorbeikommen. Oh. Ja, du kannst ja nicht vorbeikommen, unsere Adresse gibt's ja nicht. Das Paket ist für immer verloren, glaube ich. So. Hat Amy wieder Husten? Ja, die hat immer Husten. So. 365 Tage im Jahr. Kono durch. Alle durch. Darf auch mal hupen. Darf auch mal drücken. Jetzt wisst ihr, warum die Hupen kaputt sind. Jetzt lass nach. Das Schild habe ich jetzt nicht mitgenommen. Das ist unten verstärkt. Das haben sie bestimmt schon extra so gemacht. War schon mal da. Das sieht so aus. Bringt er sich hier mal vor? Also ich muss Ihnen sagen, wir haben verdammt nette Leute hier, die hier rumfahren. Willst du mich wieder grüßen? Hä? Ich hab das gemacht. Als V Finn hat gefragt. Nein, ist ja wie doof. Was ist denn los? Also HSV Finn hat gefragt, ob das Spiel auch für die PS4 gibt. Nee, leider nicht. Nee. Nur für den PC. Doch nicht. Mir ist es leider so dunkel, Magi. Ich muss noch ein bisschen länger machen. Hell genug? Alter! Ich kann ja auch so fahren. Aber diese Alaska-Tracker-Krams, oder hat nicht für Konsolen auch mitkommen? War das nicht irgendwie so? Irgendwann mal, aber zuerst ist nur PC-Release geplant. Warte mal, da lag ich nicht drauf? Lag ich nicht verkehrt. Also zur E3 kostet wohl die Demo kommen. Okay. Aha. Also Juli 22, ja. Haben wir ja nicht vor einem Jahr schon von dir geredet? Ja, ja, vor zwei Jahren. Ja, das ist schon lange geplant, das Spiel. Da war doch auch Elsie so scharf drauf. Ja, weil es auch mit Survival so ein bisschen ist und sowas. Ist das das, wo man aussteigen muss und essen muss? Ja, ja, genau, genau. So Reifenwechsel und sowas da. Genau. Aber wie ist das denn auch so? Schon gut gemacht, muss dann nur einmal fertig werden. Es gibt ja schon viel Gameplay davon. Aber wie ist das auch so? Nicht, dass es naja, so ist wie hier im ETS, in der Werkstatt nur. Um schon mal im LKW gehen. Also wenn du dir das Gameplay ansiehst, dann müsste es wirklich so, wie ich gesagt habe. Das ist so richtig die Idee, die also ich habe gerade erst zwei Sachen davon gesehen. Oh Gott, das wird für mich bestimmt zu schwierig. Also viel habe ich davon noch nicht gesehen. Was war das? Blaulicht von der Polizei eben? Was war das? Aber viele Spiele brauchen übelst lange. Ja. Ja, jetzt zur Corona-Zeit ist er noch. Raft braucht noch übelst lange. Oh! Voll drauf mal, warst. Valheim haben die auch schon wieder verschoben. Vielleicht ein bisschen langsamer machen, Silvi.
Mikey, bei Rising World kommt jetzt immer nach und nach Update. Ja, es ist super, ja. Ja, mehrere Möbel und sowas, dann müssen wir mal kommen, ne? Das nächste Update soll eine Karte werden und Bäume. Ja. Oh, da wird mir die Vorwart. Ja, und das dann mit dem Links klappt, ne? Mit den ersten abbauen und mit den Höhlen und sowas, ne? Ich freue mich schon auf die Autos und die Elektrizität. Ja. Erstmal aus so dem Wasserkraftwerk bauen muss, was halt oder weißt du, so ein Staudamm oder so eine Art, ne? Da denke ich mal, dass irgendwie sowas kommt. Schatz, wie hieß noch mal das andere Spiel, was wir auch haben, wo du hier wo du da anfängst in der Steinzeit und dich immer weiterentwickeln musst. Was wir auch mal jetzt eine Zeit lang gespielt hatten. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir auf die Zunge. Steinzeit. Hat er schon wieder Blau? Hast du auch schon im Stream gespielt damals? Ja. Waffel hat auch gespielt. Genau das. Ich weiß, was du meinst. Markim, ja. Waffel. Es war bloß halt so kacke gewesen, weil alles auf Englisch war. Das soll ja mittlerweile nicht mehr so sein. Ne, kam auch ganz viel Update schon. Keine Ahnung. Neue Sachen dazu. Da soll man ja auch richtig Atomkraftwerke und all so ein Tüdelkram alles bauen müssen, um weiter sich zu entwickeln. Fängst du als Jäger und Sammler an und musst dich entsprechend auch skillen und so. Wenn du deine Skillpunkte vertust, dann guckst du halt in der Röhre. Du kannst dich immer nur auf bestimmte Berufe festlegen. Philipp war auch noch mit bei. Ja. Also das war schon echt komplex. Dann hast du Luxus. Wenn wirklich alles dann kommt, dann hast du richtig Luxus. Mhm. Und wenn neue Konsolenbefehle kommen, das wäre halt auch. Und GPS-Koordinaten, ne, Karin? Ja, die müssen auf jeden Fall ins Mund kommen. Komm nicht drauf, wie das heißt. Ich gucke nachher nach. Im letzten Update, Karin, sind neue Befehle dazugekommen. Ja, aber steht. Ja, das mit der Farbe musst du anpassen, ne, Karin? Oh ja. Bei mir ist mittlerweile alles pink. Weiß oder pink. Ich krieg die Farbcode nicht mehr rein. Das Spiel war doch auch noch in Early Access, ne? Ja. So ein paar Übergang, man weiß nie, ob eins zukommt. Okay. Glaube ich mit R an. Zukommt. Zukommt. Oh, was zukommt? Ja, zukommt. Ich bin doch gerade so rüber und dann. Ich wollte gerade sagen, wenn Karin drüber ist, kommt ein Zug. Karma. Karma. Hör auf zu stänkern. Als Logo war, glaube ich, eine Weltkugel zu sehen. Noch irgendwie so was. Ja, genau. Fahre weiter mit 5. Weg. Auch Polizei von mir. Da unten fährt Huschebahn. Oh, ich höre. Lol. Colli war noch nicht weg. Ey, nur durch den Spiel. Oh. Aber warum habe ich das jetzt auf eben auf der linken Seite nicht mehr? Was habe ich im ETS immer links? Das ist bei mir auch so komisch. Es war früher immer links oben, auf einmal jetzt rechts unten. Bei mir ist es sonst immer unten rechts gewesen. Bei mir wird's gar nicht angezeigt. Dich interessiert's nicht, wer was spielt. Jetzt ist es unten links bei mir. Ich hab das ausgeschalten. Aber erst heute. Das sehe ich nur, wenn ich gar nichts spiele. Dann wird mir was angezeigt. Aber wenn ich ein Steam-Spiel spiele, dann wird mir das nicht angezeigt. Ja, haben wir ausgeschaltet. Ja, mit Absicht. Ich meine, ich kriege auch die YouTube-Benachrichtigung von der F immer morgens um 4 Uhr. 2:30. So, ich immer um 4. Nein, Quatsch. Denke ich mir auch so, ja. Der Drops war schon gelutscht, ne, zu der Zeit. Ja. Da denke ich immer, hä, wollte ich nur nicht um 7 starten? Ja, um 4 Uhr morgens. Ja.
wieder vollzählig oder noch nicht? Ich war jetzt erst an der Schranke. Ja. Echo heißt das Spiel. Genau. Ach richtig. Ja, Echo. 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 Aber bei dem Spiel sollte man wirklich in einem Team zusammenarbeiten. Also wir haben ja schon ein paar Mal versucht miteinander zu spielen, aber irgendwie, Waffel, Kuno, Philipp und ich, wir haben wirklich versucht miteinander zu spielen und Markiem hat alles für sich alleine und hatte dann schon irgendwelche Elektrizität und also Tüdelkram und wir hingen noch in der Steinzeit fest. Markiem ist es ja wieder Spezialist an sich. Also wir kamen irgendwie nicht voran und er hat schon alles wirklich hier zu stehen gehabt. Ja, so kommt das mal vor mit Karin immer rein. Gerade angefangen, steht schon ein komplettes Haus. Ich habe gerade meine Spitzhacke angefertigt oder so. Das Spitzhacke hast du jetzt immer, wenn du zum Beispiel. Ja, das stimmt, ja. Und das ohne Schienen. Ja. Bei dem Spiel kannst du nicht cheaten. Oder jedenfalls damals konntest du nicht. Ja, weil die Erz auch so wenig sind, klar. Du brauchst ja nur Kupfer zu anfangen. Ist ja halt nachher auch da. Was? Echo? Ja. Muss ich mal reingucken. Du kannst ja mal sagen, was dann, ob da sich irgendwas verändert hat. Vielleicht ja, das lohnt sich das viel. Ja mal, dass vielleicht lohnt sich das ja mal für uns. Da ist ganz viel dazu gekommen. Dass wir das für Valheim vielleicht, weil in Valheim geht es ja überhaupt nicht weiter. Dass man da wie einen Surfer aufmachen muss. Ja. Ja, ich habe ja gesagt, wegen für Valheim dann. Weil das Update sollte diesen Monat kommen. Für die Wölfe, diese Woche kommt für die Wölfe. Da ist nichts gekommen. Direkt am Autobahnkreuz nehmen wir die Ausfahrt. Wir können übrigens wieder Tempo erhöhen, ne? Kuno hat Anschluss. Negativ, Ausfahrt bitte mit 50. Anschluss? Ach so. Ja, wegen der Ausfahrt, ja. Ab Anschluss. Er hat den Stecker gewechselt. Ach so. Oh, bitte. Was denn? Ich weiß. Ich bin in der Pause. Dann Ausfahrt rechts. Was weißt du? Was du musst denken musst. Nimm die Ausfahrt rechts. Du musst bitte der Karin demnächst Taschentücher vorbeibringen und Windeln. Nee, ich brauch keine Windeln. Und Taschentücher habe ich selber, ich hab Zebra. Windeln braucht Karin deswegen nicht, weil hochziehen und ausspucken, ne? Genau. Nein, hochziehen und runterschlucken. Da musst du ja doch wieder. Musst du ja doch dann wieder irgendwann auf Toilette. Wenn, dann geht das doch rucki-zucki und bin ich wieder da. Dann machst du wahrscheinlich gleich in die Ecke, ne? Ja, wenn ich im Flur wäre, stolperst, Karin. Kreisverkehr voraus, erste Ausfahrt. Ich bin schon lange nicht mehr hingefallen, Mann. Du sagst, dass du im Flur mal gestolpert bist oder so, ne? Nee, ich bin einfach umgekippt. Bums, lag ich da. Und wir fließen im Flur, dass das tat ein bisschen weh. Das Knie sah auch dementsprechend aus, ne? Boah, das tat weh. Kannst du dich noch an mein Knie erinnern? Oh Gott, ja! Das war ja schon schwarz. Weiter Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Jo. Nimm diese Ausfahrt. Mein Kreislauf tschüss gesagt, dann lag ich da. Ich muss sagen, du hast nur eine Kontaktlinse gesucht. Ja, genau. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Würde da mal die nächste Tankstelle mal anfordern? Nö. Was? Er sagt ja nö. Fordern, du meinst ansteuern. Ja. Keine Zeit, ist schon zu spät. Ist. Kuno hat Hunger. Oh, ja. Das ist schon 17 Uhr. Und wir haben noch 36 Kilometer. Ja, aber wir beschleunigen jetzt auch wieder. Aber erst die Tanke noch. Ja, ist auch runter gleich. Ja.
immer auf der A18. Kreisverkehr voraus, erst ausfahren. Also da kommt jetzt links gleich schon eine Tankstelle, muss dann Kreise links fahren. Es kommt noch eine, die auf, direkt auf dem Weg liegt. Auf der Straße, ja. Wie wisst ihr das alles? Ja, drück mal M. Die Tank schon gefahren sind, Kono. Musst du M drücken, Kono, und Tab drücken. Huch, huch. Hast du einen Riesengard, das ist die ganze Welt. Man sieht da von Fahren nichts mehr. Ja, das stimmt manchmal, ja. Ich glaube, am Kreuz nehmen wir die nächste Ausfahrt. Okay. Bitte mit 50. Vielleicht fällst du um, Garin. Du fährst neben ihr, Mike, und hältst sie fest. Meinst du, der macht sowas? Der bremst und lacht. Macht doch ein Foto davon. Wie gestern, ne, Garin? Ja. Liegen bleiben, das Foto machen. Also, schöne Radelle gedreht gestern. Bitte rechts halten. Mit Beinanhänger. Könnten wir ja heute noch ein bisschen länger machen, wa? LS. Sonst. Rein theoretisch ja. So. Ich hab morgen keinen Frühdienst. Ui. Ich muss morgen früh raus. Aber Montag machen wir Streampause. Ja, morgen früh müssen wir auch raus, aber nicht. Nicht so früh. Ich um 5. Ich muss um 6 aufstehen und mach das wieder alles im. Du bleibst jetzt da, du blödes Vieh. Und mach das alles im Halbschlaf, so Stulle schmieren und Kind wecken und. Genau, danach sieht's dann auch aus. Und dann hau ich mir wieder aufs Ohr. Und dann stelle ich mir. Um 6 Uhr bin ich schon beim Termin, ja. Dann stelle ich mir einen Wecker für 7:30 und dann schnelle fix anziehen und so und dann ab zum Zahnarzt. Und dann sagt Kuno, du solltest aber vorher was frühstücken. Ja, genau. Und was mache ich dann wieder? Ich kann um die Zeit noch nicht essen. Du kannst dann erst im Abendbrot das wieder was essen. Ja, kann auch morgens um 3 Uhr einen Döner essen, auch egal. Boah, nee. Oh. Scheißegal. Ja, mach dir geht's nicht mal mit dem Zahntropfen. Ist schlafen. Aber bitte mit viel Knoblauch und Chili. Hört auf, ey. Wir haben hier keinen Dönerladen. Hört auf. Tankstelle voraus, rechte Seite. Soll ich dir ein Paket schicken, Kuno? Und dann? Ist der Döner vergammelt, wenn er hier ist? Karin ist ja 3 Tage später noch. Wir kennen ja auch Stockfrauen, ne Garin? Hallo, und dann, das sagt der noch nicht mal eine Dönerbox kennt, ja, Was soll das sein? Ich kenne Dönerbox außer Mike. Ja, ich kenne Döner in der Box. Pommdöner. Nee, Döner immer mit Fladen. Pommdöner, Fahre weiter zur alten Grenzkontrolle und dort halte ich. Zur alten Grenzkontrolle? Hier ist Tankstelle rechts. Ja. Nee, das ist... halt ein Karton und dann kommen unten Pommes Karton rein, dann oben halt das Fleisch, was du dir aussuchst und dann Soßen und Salat obendrauf und das ist ein Döner. Normale Döner in der Box halt. So. Ja, also das was ohne, du im Fladenbrot ja. hast, ja. hast du in der Box. Genau. Mit Pommes. Fladenbrot bekommst du meistens so dazu. Mit Pommes. Und du kannst auch ohne Pommes nehmen, aber ich nehm's immer mit Pommes. Deswegen sag ich mal Pommdöner. Von Döner, Mann. Gibt's ja, bei uns auch, Schatz. Gibt's überall. Ja. Mikey meinte auch, gibt's nicht. Mikey, du bist recht. Gibt auch einen richtigen Dönerladen. Ja, der ist klar. Da gibt's nur Pommes. Wieso ist Quatsch, gibt's nur Döner. Gibt's nur Döner, wollte ich sagen. Ich kenn keine Dönerbox, kann die nicht. Wo? Fahr ich verkehrt, oder? Ja. Wird Schluss. Achso, Kuno fährt da. Ey, jetzt kennst du es ja, Mike, nachdem ich letztes Mal eine Dönerbox genommen habe. Oho, was macht ihr denn da? Kuno lässt uns gleich wieder alle vor. Was macht ihr denn da? So, das gibt's in meinem Dönerladen bestimmt nicht. Sie ganz fett dran, Dönerbox.
Hast du noch Kekse, Lane? Was habe ich? Hast du noch Kekse? Jo. Ich habe auch noch Kekse. Reich mal eine, reich mal rüber, bitte. Ich habe noch Laku-Kekse. Mach Fenster auf. Ist kaputt. Ich habe noch ein Pudding. Ich habe noch Laku-Kekse. Tut mir leid, ist kaputt. Geh nicht hoch. Muss rüberkommen. Aussteigen hier. Geht nicht. Geht weiter. Navi fährt schon los. Na toll. Ah, dann hätte ich doch den Verkehr doch anhalten können. Ja. Nicht da stehen bleiben können. Ist ja richtig was los hier. Junge, 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 Junge. Ach, da kommt der Walter, der hält alles auf gleich. Ja, ja, Vorderschritt aus 5 Kammer. Voll doch schon. So kannst du wie. Hinter Friedhof voll Stau. Wenn du ein Stückchen raus bist, Kuno, kannst du den KI-Verkehr aufhalten. Ja, mach Friedhof gerade. Sag doch, Walter ist schon da. Walter. Ja, steht drauf, egal, Walter. Walter, wenn er Pizzan knallt. Walter. Mein Opa, der hieß so. Walter! Also der Papa von meinem Papa, der hieß Werner. Also hieß mein Lehrmeister. Franz Werner hieß er. Ganz Werner? Franz Werner, ja. Ganz Werner? Nein, nicht ganz. Franz. Ganz? Und mein Papa hatte nachher als Zweitname noch Franz. Ganz wie Erkel? Franz! Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Achtung, da stehen Kühe mitten im Kreisverkehr. What? Minecraft-Kühe! Ja. Die Minecraft-Kühe. Bloß im Bund. Einpacken, mitnehmen. Meine Verwandten? Dafür bin ich leider zu hässlich, Mikey. Schnauze. Deine Verwandten? Hallo? Hör auf zu stänkern. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Sind ja tatsächlich. Achtung, Bahnübergang. Man weiß nie, ob ein Zug kommt. Du bist festhalten. Ja, hinter K taucht er schon wieder auf. Ist so. Nee, vorher schon. Bug. Alle Bremsen. Sam ist auch ein Held. Bei Kuno kommt einer. Ja, guckt euch nicht die Gleise hier an. Wer denn hier an mit dem Wohnwagen? Mitten auf der Straße. Oh, hier ein Güterzug. Guckt euch nicht die Gleise rechts an. Der springt bei mir auf und ab. Ja, bei mir auch. Guckt euch nicht die Gleise rechts an. Ich guck da extra jetzt hin. Ja. Das glaube ich auch so beabsichtigt. Was ist denn da rechts? Ja, da musst du mal hingucken. Komm mal schief, Alter. Klug. Oh. Warte. Und bei Kuno kommt auch gleich nochmal einer. Freigeist kommt durch, ne? Ja. Oh, da ist ein Spielepark. Ich wollte noch schnell drüber fahren, aber da war eine Mauer. Da ist eine Rutsche und sowas alles. An der nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab. Wartet, wir haben nochmal Zug. Jetzt bleibt der Zug da stehen. Also bleibt der Zug da stehen. Waffel im Weg ist. Waffel den Zug an, ist ja geil. Wenn du zu nah an den Schienen dran bist, dann hält der an. Aha. Oh, nicht schnell. Aber kann man da durchfahren dann? Mit den Schranken dann? Nein. Nee, da ist eine unsichtbare Mauer. Ich wollte aber schnell rüberfahren, aber dann bumm. Ich hab's vorhin doch geschafft. War gerade so. Hallo? Müssen wir warten, immer noch. Wir stehen immer noch am Zug. Ja, das hatte ich vorhin auch, Waffe. Weil, wenn du zu schnell losfährst, dass man noch Colli ist. Nein. Gas geben wir. Halt mal an. Oh, ich komm noch rüber. Micha, wie viel Prozent hattest denn du? Bei deinem Feld? Sind alle drüber? Ich fahre jetzt gerade. Bei deinem Feld. Hast du fertig gemacht? Nee. Ich dachte gerade, warum fährt Lane auf der falschen Seite, aber das ist gar nicht Lane. Muss in deiner Ach so, weil der auch gelb ist, ja. Meiner muss zum Viehhandel und ich habe gerade alles im Raiffeisenmarkt abgegeben. Ja, lol. Hast du falsch abgegeben, oder was? Ich gehe nach rechts ab. Oh, nee. Du.
Dazu sage ich nicht. Dazu sagt man nur dumm hier laufen. Das endet nur im Bett nachher. Ja, Feld 78 bloß, ne? Oh, Feld 78, das könnt ihr nicht ausgleichen, auch nicht mit einem anderen Feld. Nee. Ach, da habt ihr Wir haben nur 10% bis jetzt fertig. Total schön verkackt. Warum? Es ist B des A-Farben. Micha muss jetzt das in den Reifeisenmarkt fertig reinschütten und dann muss er den Rest einfach mit zum Viehhandel schütten. Ja, mach doch. Versuchen. Und dann hoffen wir, dass es ausgeht. Versuchen, ja, ja. Sind denn heute mehr Aufträge? Ja, es sind genügend da. Es sind meine 78 bin ich schon am Arbeiten. Und meine 77 ist zur Grubern. Aber die wäre ich. Kuno hat ja jetzt auch den anderen Mod drauf, ne? Sagen wir mal, ist der Mod drauf oder? Ja. Muss ich mal runterladen. Habt ihr noch Hafer irgendwo, Friedhof und Martina? Und ein NF-Update gab's, oder? Lese ich gerade nie. Karten-Update. Also wenn ihr da Problem habt, wir haben noch Hafer. Zur Not nehmt ihr den Hafer von uns. Wir haben auch noch ein Haferfeld zum Ernten. Zur Not habe ich Hafer noch im Multisilo. Nein. Also kriegt ihr das schon irgendwie abgeschlossen. Ja. Nein. Alles klar. Nein. Ja, ja, aus Fehlern lernen. Genau. Muss ich auch lernen. Harte Erziehung, ey. Musste ich ja wohl lernen. Also? Du bist heute deutlich zu hören. Ja, er ist heute sehr gut zu hören. Bei mir bald ja die Ohren ab, ey. Aber nicht leiser machen, sonst. Ich muss das dann machen. Aber Reisverkehr. Was ist heute gut zu verstehen? Ja, die letzten Tage. Ich wollte schon fragen, ob er ein neues Mikro hat. Tut mir leid. Reisverkehr, erster Ausfahrt. Alte Schnauze. Werde ich wieder leiser, so. Nein. Wäre ich oben ein bisschen leiser. Das habe ich dir letztens schon gesagt. Lass es so. Ja, ist voll klar und deutlich, ja. Ja. Besser zu tuscheln, als wie zu blägen. Blägen tun nur die Schafe auf der Weide. Habe ich schon gesagt. Blägen tue ich so auch. Eis zum Beispiel. Oder Lolli. Oder Lolli. Hä? Was? Oder am Zipfel. Hä? Pussys, lecker Katzen. Katzenzungen, ne? Genau, ja. Was redet ihr denn jetzt? Ja, ich komme auch gerade nicht mit. Ja, Lane hat doch gesagt, die Schafe lecken auf der Weide. Lecken! Blecken! Schreien! Ja, lecken! Nicht lecken, blecken! Man! Das ist ein Unterschied. Ich glaube, hier darf man Geißer sagen, ey. Ja, alle mit alles umgedreht, jedes Wort. Jedes Wort. Ja, wir reden halt von Lolli-Lecken und Eis-Lecken. Ich hab kein Lolli mehr. Pussy ist aber die. Ich hab auch keinen, weil unsere Adresse gibt nicht. Mein Lolli kam nicht an. Da waren sogar Lollis mit Kaugummi drin dabei. Oh nein. Der Kritz-Lolli ist auch gut. Ja, doch, hatte ich schon mal einen. Schokolade. Aber die sind extrem stark. Ja. Chips. After Eight. Mach mir noch mehr Hunger. Ja, das war alles im Paket. Doof Post. IAL dauert halt länger. Das kommt gar nicht mehr an. Das kommt auch bei uns nie mehr an, also bei mir. Reisverkehr, zweite Ausfahrt. Nein, doch mit UPS versendet. Ups. Du, das wird nachher so sein wie bei dem Paket, was wir zu Maki hingesteckt haben, was Ostern nachher bei uns wieder ankam. Vor Weihnachten haben wir es losgeschickt und zu Ostern kam es bei uns wieder zurück. Ja, da haben sie es irgendwo gefunden in der Ecke. Nee, es hat die Poststelle gar nicht erst verlassen. Was bei uns war, also das Paket war bei Karin, aber dann ging es zurück, weil die Adresse gibt's ja nicht. Ich hatte schon Der hat bestimmt wieder einen falschen Namen gelesen, weil der heißt ja schon Schwan. Was nicht alle. Nee, ja, ich auch schon mal ein Paket verschickt. Dann kam dann Nachricht, dann Paket hat einen Transportschaden, kann nicht weiter verschickt werden oder sowas. Lag der LKW bereit oder so. Keine Ahnung. Oder Amazon hatte das Paket wurde verloren. Das Paket wurde beschädigt angeliefert. Ich habe ja was bestellt gehabt und dann haben sie halt geschrieben, verzögert sich, weil wegen Transportschaden oder sowas.
In Taurocken gibt's eine Werkstatt. Wir haben ja ein Vaterpaket geschickt. Das kommt eigentlich am nächsten Tag an. Mhm. Und wir haben da frische Wurst drin. Das Paket war, glaube ich, 4 Wochen später bei ihm. Da weißt du, wie es gestunken hat. Man kann halt Zoll, ist einfach gut, ob da Leichen drin liegen oder was. Nee, geht ja nicht zum Zoll. Richtig geil, ja, aber sonst schicken wir das immer, nächsten Tag ist da. Aber, Wie zu Else kam, weil sie geschickt wurde, dann war ja auch 2 Tage später da. Late Paket am nächsten Tag. Wovor ich dachte, ja, zu Else auch 2 Tage später. Ja, uns Alltag. Ja, weil es die Nacht schon nach Hannover ging, euer Paket. Eins ist immer noch unterwegs, hab noch immer keins bekommen. Oh mein Gott! Was macht ihr da? Was für eine Waffelruhe, Karin? Hallo? Voll, Hänger angehoben, ey! Er hat Arschwackeln gemacht, weil er war vom Feind. Ja, du bist ja unten gefahren, Karin. Unter ihm, ich bin nicht. Nein, du warst unter dem Hänger bei Waffel, Karin. Was? Ich war daneben. Was war? Entschuldigung! Auto liegt auf da! Kuno ist das gleiche passiert wie mir. Aber Kuno ist fast nach oben gekippt. Was war das eben? Unaktivierter vom Schatz, Ziel, komplett schade. Schatz, du weißt schon, dass wir ETS spielen und nicht Billard, ne? Bei mir kamen auch plötzlich Autos von der Seite, Kuno. Immer geradeaus. Wo war die Werkstatt? Rennt vorbei. Ja, wir haben auch 100 Kilometer. Gleich da. Achtung, Grenzkontrolle, 2, Durchfahrt 2. Wie viel Schaden hast du, Waffel? Der hat geflogen und dann ist er gedreht noch. Alles gut. Rumkreise. Okay. Junge. Was macht ihr hier? Kuscheln! Ja, ich merk's! Wieso, Frido, willst du mitmachen? Nee, nimm mit dir. Was? Oh, Alter! Boah, das, ich glaub, jetzt das hast du verkackt. Ich gebe den lila Niva, den lila Niva Nada vor mir. Bei mir ist der weiß. Jetzt hast du verkackt, Frido. Ja. Oh, da hab ich's ja verkackt. Ich bin jetzt nicht mehr deine Schnecke. Hast Pech gehabt. Schnecke. Geh weg. Noch Sonne. Da rutsch ich links nicht mehr aus. Boah, er macht's immer schlimmer. Der ist ganz schön frech, ne? Und dann heißt es, ich Stänker, wisst ihr? Ja. Wo fahrtest du, Karin? Deine Schranke ist schon oben. Nee, jetzt ist sie oben. Ja, das ist immer so, Waffe. Nach Überqueren der Brücke kommt die nächste Grenzkontrolle. Links einordnen. Links, ja, und nach links dem einordnen. Grenzding am besten mal warten. Sagt doch, keiner mag mich. Hallo. So, jetzt habt ihr es gemerkt. Ab und zu mag ich dich, mag ab und zu nicht. Also ich glaube, ich brauche heute Abend nicht mehr anfangen zu kochen. Das ist ja schon 5:30. Was wolltest du? Trockenbrot und Trockenbrot und Wasser. Ja. Trockenbrot mit Stulle. Gummibrot meinst du wohl? Wieso? Schon 3 Tage liegen geblieben? Aber ist ja hart. Jetzt können wir wieder versuchen, Mann. Ab der 2. Grenzkontrolle bitte links abbiegen, links halten auf dem Parkplatz, dort warte ich. Ja, die geht nicht. Gerade ausgefahren. Krieg den Punkt nicht. Guck, Schatzbild auf. Yay! Oh, voll weg. Statt dass die warten, dass Waffeln weiterfährt, ne? Nee, dann geht bei mir die Schranke wieder runter. Dann häng ich da. Was denn wieder für ein komischer Grenzübergang hier? Komm, Friedhof, trau dich. Na komm mal, Knudels.
Lein, kannst du bitte ein Stückchen vorfahren? Fischchen, kannst du bitte rückwärts fahren und auf dem Parkplatz? Danke. Ach, hier ist ein Parkplatz, Lein. Dann stehe ich da, hab ich doch gesagt. Nach dem zweiten Grenzkontrolle, links abbiegen und gleich links auf dem Parkplatz. Das ist ein KI-Auto. LKW. Ja, ey, los, wo jetzt hier? Was macht ihr denn da? Oh. Habt ihr es heute? Eieieiei, da kann man ja gar nicht mehr zugucken. Wieso? Biege nach links ab. Das blockiert ein LKW, deshalb. Wie Kuno fährt. Mikey? Mhm. Was ist denn das? Oh. Ein Überholmanöver. Ja, nee. Und das übers Grünbett auch noch. Schöner Blümchen, wa? Hey! Was ist, Karin? Aha. Ich möchte bitte wieder vor dir. Komm, fahr rein, KI-Verkehr, Mike. Nee. Warum sind hier heute so viel hübsch lilane Autos? An der nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab. Das ist ja unnormal. Ein Machette. So ein richtig schönes Lila. Ja, ich weiß nicht, ob man den Namen vorlesen darf oder nicht. Ich so nicht. Ah, also jedenfalls, hallo Ada. Lass mal stehen oder du mal löschen? Hey, wieso? Nein, wir lassen ihn stehen. Halt? Hat ja nur normal Moin geschrieben. Du, schieb doch mal deinen Hintern rum. Soll ich noch rumtragen oder was? Wieso sollte man den Namen nicht vorlesen dürfen, Blaine? Ja, weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass es auf Deutsch irgendwas anderes heißt. Ist ein ganz normaler Name. Kenn ich nicht. Nie gehört. Was, Adam? Türkische. Nee, nicht Adam. Arda. Ach so. Rechts abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus. Schöne Bäume stehen ja am Straßenrand. Ich hol mal die Sense raus, die Säge. Können wir schön mit verheizen. Die sind schön gerade gewachsen. Nächsten Kreuzung bitte mit 40 nehmen. Nehmen wir Strohballen. 40. Also ich weiß ja nicht, was bei Lane gerade ist, aber bei mir sind die nicht gerade. Ne, die weißen hier jetzt nicht mehr. Was für weiße? Weiß. Die hellen, hellgrauen. Ja. Ah, jetzt kommen hier weiße. Dann biegen wir rechts ab. Rechts. Mikey, vergiss nicht zu blinken. Was ist ein Blinken? Boah. Sind wir hier? In der Wallach Pampa. Ein schönes Fleckchen. Hier hört du keiner jetzt schreien. Rito, war das wieder eine Anspielung? Nö. Das macht aber Spaß hier. Ich glaube eher, man hört dich dann nicht schreien. Die anderen geben mir ein Alibi. Das kann man umdrehen. Warte mal, ich komm ein bisschen näher mal. Kann ich dich in Ruhe essen hier? Ey!
Ah, nee, Karin ist Frühstück. Oh, ich hab Standbild. Oh Gott. Oh. Was war das denn? Jo. Ich nicht. Aber nur ganz kurz. Hallo, Karin. Mein. Zieh mal rüber. Oh, die Zielflagge ist in Sicht. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Jo. Vorsicht, bremsen. Tanker hat die Kurve nicht gekriegt. Ich hab verstanden, Tanker hat die Kurve nicht gekriegt. Ja, habe ich auch gesagt. Was für eine Tanke? Tanker! Karin, Füße waschen. Hör mit dem Po einfahrt. Vor dem Essen, Karin. Hat die Standardversion von ETS mehr Länder als die Demo-Version? Fragt Ada. Ja, Promot hat mehr. Nee, hat die Frage, ob die Demo-Version. Ob es da Unterschiede gibt. So, Demo hat genauso viel wie die Standardkarte. Da ist ein Fragezeichen. Hallo, Kiro. Hallo, moin moin. Also der Kiro scheint schon mal da gewesen zu sein. Er kennt sich jedenfalls mit den Lacko Points aus. Mir sagt der Name nichts. Ja, da ist ein Fragezeichen. Lass es Fragezeichen, Fragezeichen sein. Ich hab's eilig. Keine Ahnung. Weihnachtsbäume. Ja, sieht schön aus hier mit dem Kreisverkehr. Ich hol mir das Fragezeichen. Am Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Brauch ich nicht. Abwischen, Einchen getütet. In die Lümmeltüte? Nimm diese Ausfahrt. Karin! Ja, du fahr doch mal, du Dudel! Ja, dann bleib da stehen. Puh! Hast du, wo wir die Ecke gefahren sind, Karin? Mhm. Oh. Eigentlich wollte ich den anderen haben. Demnächst links abbiegen. Weil sie klickt. Und fahr zurück und nimm nochmal an. Nach links, nee, jetzt stehe ich. Keine Zeit. Karin einparken? Ja, da wo Waffel steht. Achso, ja. Ich habe gehört, dass die Standardversion von ETS 2 mehr Länder hat, bis Asiengrenze. Die nicht. Ich glaube, er redet von der Promod. Ja, weil eine Demo hat nicht mehr als... Wir sind heile angekommen. Das Spiel selber. Das normale Spiel. Nee. Er ist doch Asiengrenze. Was habt ihr denn? Ohne DLCs. Ist die Demo. Da kommst du nicht weit. Die Demo ist eine Test-Version und ohne DLCs nur. Da ist alles gesperrt bis auf ein paar Länder, wo du hin und her fahren kannst. Genau. Ganz normale Karte. Sad. Aber da kommt man nicht bis Asien. Das würde ich ganz Russland fahren. Der normalen Karte? Nee. Das DLC. Hard to Russia. Ja. Dann kommst du vielleicht nach Asien. Aber ja bei einer Demo kannst du keine DLCs. Das ist nur die Standardkarte dann. Mikey, wo packst du denn? Komm hier hinten hin. Ich habe die Standardversion, nicht die Demo. Bin verwirrt. Was macht er dann? Ist spätestens Luga, St. Petersburg, Feierabend. Mikey! Er will nicht aufs Bild. Der Schichtung. Das ist ein Spinner, ist das.
telefonieren muss. Und was für ein Autohändler ist es? Arbeitsagentur. Ach, Arbeitsagentur. Jetzt kommt er. Habe ich auch so wenig von, dass ich die erkunde. Ja, volle Karache irgendwo ging. Nein. Doch, voll gegen Auflieger. Nee. Was für ein Auflieger? Bei mir steht links ein Auflieger. Bei mir auch. Anker steht aber mir. Bei mir steht da gar nichts. Das steht bei mir einer ganz in weiß. Nee, bei mir ist ein Bär drauf. Pema steht da drauf. Bei mir ein Elefant. Ja, da steht da Pema. Bei mir ist alles leer. Service Flat. Bei mir ist ein Bär, der einen Fisch futtert. Sieht der gleich was von mir? Ja, auch die Firma hier. Machen Bilder. So, liebe Leute, aber das war's dann vom ETS 2 heute. Vielen lieben Dank an allen, die mit bei waren hier. Beim Fahren mit, ne? Dankeschön. Und natürlich ein großes Dankeschön an die lieben Zuschauer da draußen wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr auch wieder da wart. So, heute Abend sehen wir uns nochmal wieder zu LS 22. 20 Uhr. Bis dahin, haut rein und ciao. Guten Nacht, nee, tschüss, ihr Lieben. Gute Nacht. Ciao. Bitte, bis später. Tschüss.